Manikur, willkommen zum 11. Rennen in der BK-Liga. Tiger für euch am Start heute hier in Manikur. Und wir freuen uns tierisch drauf, dass es hier dann bald losgehen wird. Smoke ist schon in seiner Qualifying-Runde und ist mit 20,492 unterwegs im ersten Sektor. Sektor 2 ist auch dann am Start. Heute gibt es 46 Runden in Manikur und Smoke darf als erster los, weil er im letzten Rennen auch gewonnen hatte, da war dann als zweiter Olli und dann dritte war Pupti in Macau. Und wir freuen uns drauf, dass es hier jetzt schon losgeht mit dem Rennen und Tiger für euch am Start. Ja, und wir warten drauf, dass es dann hier demnächst dann eine Zeit von Smoke gibt. Sektor 2 hat er 53.077 hier vorgelegt. Jetzt schauen wir mal, wo er am Ende landen wird. Kommt jetzt gerade raus aus der 180. Und zieht jetzt rum, gleich in die Schikane dann rein. Eine Minute. Und um geht's auf Startziel. Eine Minute 16er Zeit. 1,16,7, 1,79 für Smoke an dieser Stelle. Damit gibt er vor, was hier losgeht. Und wir schauen gleich zu Olli, der hier auch gleich in seine Runde gehen wird. Kommt dann gleich auf Startziel. Ist jetzt komplex. Lycée raus und darf jetzt hier in Manikur dann die Zeit von Smoke angreifen. 1,16, 1,79 gilt es zu schlagen. Bin ich mal gespannt, was er uns dann zeigen wird hier. Macau war ja ein sehr anstrengendes Rennen. Wir haben auch eine Woche verschieben müssen. Krankheitsbedingt waren ein paar Fahrer und auch ich selbst angeschlagen. Man hört es vielleicht noch ein bisschen, weil ich noch nicht 100% fit bin. Aber wir sind natürlich hier live für euch am Start wieder, auch wenn es eine Woche verzögert ist. Aber da kann man eben nichts machen. Wenn die Grippewelle rumgeht, dann geht eben die Grippewelle rum. Bei mir hieß das 4 Tage im Bett liegen und nichts tun können. Und nochmal 1,5 Wochen irgendwie gucken, dass man wieder fit wird. Deshalb heute geht es so halbwegs wieder. Und wir sind hier im Manikur. Und Olli zeigt uns gleich seine Sektor 2 Zeit. Seine Sektor 1 Zeit sah ja schon mal sehr gut aus. Adelaide ist er jetzt dann durch und geht in die Schikane rein. Gegenüber von der Adelaide kommt Chateau d'Eux. Dann durch, ist auch nochmal fast eine halbe Sekunde unter der Bestzeit. Damit Olli jetzt vor Smoke dann eventuell eine 1,15er Zeit hier runterreißen, wenn er denn die Schikane Komplex, die Lycée auch gut noch mitnehmen kann. Da geht es nämlich vor Startziel nochmal rein in die Schikane. Links, rechts oder rechts-links Kombination. 1,15er Zeit wird stehen. Sogar eine 1,14,873 für Olli. Platz 1 damit für ihn. Als nächstes werden wir dann Pupti auf der Strecke haben, die jetzt gerade in die Komplex de Lycée dann bald einfahren wird, hoffentlich. Und gerade in die Schikanen rein. Jetzt in die Komplex de Lycée. Ah, da kannst du nicht so viel Geschwindigkeit mitnehmen. Schauen wir mal, wie das dann laufen wird für sie. Ja, Motorpower, viele wichtige Punkte geholt, hat ein bisschen aufholen können. Jetzt hier mit Platz 8 unterwegs. Was sie eben dann verbessern kann. Mindestens Platz 3 holen. Natürlich wünschen wir, dass sie hier auf Manikur auch nochmal und drauflegen kann. Erster Sektor schließt sie ab mit einer halben Sekunde Rückstand auf Olli. Ist dann im Bereich von Smoke unterwegs, was die Zeit angeht. Wer sich das Qualifying-Format noch nicht reingezogen hat. Oh, da ist er ganz schön über die Curves geblasen. Da muss er aufpassen. Also das Qualifying-Format sieht so aus, dass aus dem letzten Rennen das Ergebnis genommen wird und dann entsprechend der Reihenfolge auf die Strecke gezogen wird. Jeder fährt nacheinander eine Qualifying-Runde. Kommt sie hier wieder in die Schikane gegenüber von Adelaide rein. Ist 1,555 Sekunden hinter der Bestzeit, damit wahrscheinlich auch hinter Smoke. Zumindest deutet das alles darauf hin. Schauen wir mal, wie ihre Sektor 3-Zeit dann aussieht, mit welcher Zeit sie dann reinkommt. Jetzt rein in die Schikane, jetzt kommt sie in die Komplex de Lycée, Kurve 15, 16 und Nummer 17. Oh, da hat sie sich jetzt nochmal gedreht und jetzt wird sie einiges an Zeit verlieren. Und wird damit eine richtig schlechte Zeit aufs Scoreboard bekommen. Aber damit muss sie jetzt eben leben. Wird wahrscheinlich sehr weit von hinten starten. Kommt jetzt über Startziel, 1,29, 8,87 für Pupti. Da hat sie sich in der Komplex de Lycée dann doch nochmal vertan. Schauen wir mal, Murph
jetzt unterwegs. Hat jetzt schon seine Runde angefangen. Mal sehen, was Sektor 1 dann sagt an der Stelle. Da ist er 1,761 Sekunden hinten dran. Ja, hat da ein bisschen Probleme, ganz schön die Reifen durchdrehen lassen. Hinten dran ist, glaube ich, jetzt tatsächlich Mii. Der auch noch unterwegs ist auf der Strecke. Aber wir bleiben bei Murph. Es könnte aber auch Pupti sein. Eben ihre Auslaufrunde dann hier fabriziert. Schauen wir mal, was jetzt die beste Zeit von Murphy in Sektor 2 dann sein kann. Wird er dann hinten in der Kurve Nummer 9, der 180-Degrees-Kurve dann zeigen. Da ist er schon durch. Jetzt kommt er auf die 12 und die 13 zu. Ist eine Schikane gegenüber von der Adelaide. 2,706 Sekunden hinter der Bestzeit. Also Murph heute nicht so schnell unterwegs. Wird trotzdem Pupti hinter sich lassen, wenn er da nicht den Fehler machen sollte, den auch Pupti gemacht hat. Kurz nach der Schikane in Komplex du Lycée, kurz vor Stadtziel. In der Schikane hier. Rechts-Links-Kombination, aber da kommt er gut durch. Wird trotzdem keine Topzeit werden. 1:17.855 für Murph an der Stelle. Und wir schauen mal, wo jetzt dann Mii als nächstes unterwegs sein wird. Kommt jetzt über Startziel. Kann damit jetzt ihre Runde eröffnen. Oh, 1:15.873 ist schon mal eine sehr gute Zeit. Jetzt ist sich, glaube ich, gewünscht im Qualifying. Aber es war eben nur ihre Einführungsrunde. Schauen wir mal, was sie jetzt im ersten Sektor zeigt. Kommt rein über die Grand Courte in die Estoril. Und dann geht es auf die Golf zu. Das ist ein kleiner Rechtsknick. Kleiner Rechtsknick. Und jetzt kommt es rein in Adelaide. Da muss man einmal stark runterbremsen. Turbokring, dann auch nochmal eine kleine Schikane. Und dann haben wir auch noch einen Fahrer, der dann als nächstes dann auf die Strecke darf. Aber Mii jetzt hier am Angriff, die hat natürlich in Macau gute Leistung gezeigt, hat dann aber ein Problem bekommen, hat sich eigentlich gut durchsetzen können, aber am Ende hat es eben nicht gelangt, um dann ganz anzukommen. Viele Fahrer in Macau, sehr schwierige Strecke. Manicur liegt den meisten besser, jetzt geht's rein in die Schikane gegenüber von der Adelaide. 1,433 Sekunden hinter der Bestzeit von Olli. Das wird also auch eher hinter Smoke dann eine Zeit werden, wenn es dabei bleibt. Wenn es nicht in Sektor 3 jetzt nochmal hier einiges aus dem Hut zaubern. Man kann zum Beispiel hier in der Complex du Lycée gar nicht so durch. Complex du Lycée jetzt auch. Und jetzt muss er einmal nochmal aufs Gas treten. Dann schauen wir mal. Ja, das wird eine 1,17er Zeit. Oder ne? Eine 1,16,913. Damit hinter Smoke dritter Platz. Murph. Damit hinter sich gelassen. Dennis auf dem Weg. Ich bin mal gespannt, was Dennis heute zeigen kann. Raus jetzt in die Grand Courbe. Auf die Estoril. Und dann gibt es erstmal... Oh, da kommt er weit raus und ist weit außerhalb der Strecke nochmal hinten gewesen. Natürlich ein Nachteil für ihn, da verliert er dann einiges an Zeit. Ja, sieht man auch an der Zeit. Da ist er 1,2363 Sekunden hinter der Bestzeit. Dennis damit auch erstmal auf dem Kurs von Murph und Pupti. Ist vielleicht irgendwo dazwischen klemmen, wenn er sich nicht in Sektor 2 und 3 nochmal verbessern kann. Schikane geht's um. Da ist er Nürburgring-Schikane dann durch. Kommt auf die 180-Grad-Kurve. Rein in die Schikane-Kurve 10. Und dann die Kurve 11. Kommt dann als Knick nochmal dazu. Darf hier dann nochmal in die Schikane gegenüber von der Adelaide rein. Jetzt Kurve 12 und 13. Dann nimmt er hart die Curbs mit. Also das muss er im Rennen auf jeden Fall abstellen, weil da wird sonst ein Problem mit den Reifen auftauchen. Und vielleicht auch mit der Aufhängung, weil das ganze Gerüttel wird ihm da nicht weiterhelfen. 1,07. 1,08. Jetzt geht's rein in den Komplex. Die Lycée. Oh, da hat er viel Geschwindigkeit verloren. Da muss er jetzt richtig aufs Gas nochmal treten. Mal schauen, das wird eine 1,20er Zeit werden. Ja, 1,20.643 für Dennis an der Stelle. Damit hinter Murph eingereiht vor Pupti, die den Dreher kurz vor Startziel hatte. Mempi ist jetzt auf dem Weg in seine Qualifying-Runde. Der Junge hat ja auch schon einiges gezeigt. Und kann hier eventuell auch nochmal ein bisschen auftrumpfen. Schauen wir mal, wie er jetzt sich hier schlagen wird in der Estoril. Erste Zeitnahme. Ja, da ist er auf jeden Fall nicht schlecht unterwegs. 57 Hundertstel hinter der Bestzeit von Olli. Also damit auf dem Kurs zumindest Platz 2 zu holen, wenn es dabei bleibt. Hat da dann schon ein paar Hundertstel paar Zehntel Vorsprung vor Smoke an der Stelle.
Und jetzt rein in die Schikane, Nürburgring. Raus und darf dann hier in der Schikane von der Adelaide zeigen, ob er hier besser unterwegs ist. Aber da hat er Zeit verloren auf Olli, aber ist immer noch vor Smoke. Also Vampy auf dem Kurs hier, sich den zweiten Platz zu holen. Richtig starke Leistung im Moment von ihm. (lacht) 1:0:14:8:73 ist die Zeit, die er anpeilen kann. Aber 1:16:1:79 ist die Zeit, die er schlagen kann und auch möchte und auch tut. Damit Platz 2 für Vampy im Moment. 1:15:1:22 für ihn. Smoke damit auf den dritten Platz zurück verlagert. Und wir schauen jetzt mal zu Schummerl, der neue Rookie und der neue Fahrer in der DK-Liga, der doch mit einigen Versprechungen kam, bis jetzt aber noch nicht überzeugen konnte. Das muss er heute in Magny-Cours tun. Hat schon einiges gezeigt, dass er fahren kann, aber es fehlt ihm eben noch an der Konstanz. Kommt aus dem Kartsport und möchte hier eben mit dem Formelwagen zeigen, dass er doch auch für Größeres geschaffen ist. Im Moment 6 Zehntel hinter der Bestzeit von Olli. Damit würde er hinter Smoke landen, vor Mi. Wäre dann ein 4. Platz für ihn, was auf jeden Fall eine passable Leistung wäre. Aber wir wissen, er kann sich noch steigern. Sektor 2 jetzt ganz entscheidend. Einmal rumziehen um die 180-Grad-Kurve. Kurve Nummer 9. Es gibt insgesamt 17 Kurven in Manicur. Schauen wir mal, die Schikane nimmt er auch nicht so perfekt, ist da auch, hat einiges an Zeit verloren, 1,879 Sekunden hinter der Bestzeit. Kann. Wenn er da durch ist, dann muss er in Kurve 15 rumziehen und dann in Komplex Elysée. Dann die schöne Schikane kurz vor Startziel und dann darf er nochmal rausbeschleunigen. Hat das eigentlich gut gemacht, mal sehen, wo er landen wird. Er landet auf dem 5. Platz hinter Mi im Moment. 1:17:257 für ihn. 3 Zehntel hinter der Bestzeit von Mi. Damit auch schon mal eingereiht. Und wir schauen jetzt gleich, wo Striker landen wird. Der nimmt erstmal die Curbs ganz hart mit. So ein bisschen Gras auch noch auf die Reifen bekommen. Das wird ihm nicht helfen. Da muss er jetzt erstmal den Dreck runterkriegen von seinen vorderen, ja, rechten Reifen an der Stelle. Schauen wir mal, wie seine erste Zeit aussieht. Der durch der Estoril durch ist, auf die Golf zufährt. Ja, da merkt man schon, 2 Sekunden hinter der Bestzeit. Damit Striker also eher in Richtung Mi unterwegs, was die Zeit angeht. Ist immer noch passabel, wenn er es schlagen kann. Dann hätte er einen 4. Platz erstmal intus, darf sich hinter Smoke einreihen. Wir haben natürlich danach noch Ente und auch Slowcoach. Die beiden können auch gute Zeiten fahren. Also für Striker wäre es jetzt eigentlich optimal, wenn er sich da irgendwie noch vor Smoke klemmen könnte. Aber dazu müsste er jetzt nochmal in Sektor 2 und 3 einiges rausholen. Fast unschaffbar, wenn man sich die Strecke so anschaut. Ja, da verliert er auch wieder Zeit. 3,516 des Striker an der Stelle. 1:14:873 wird er nicht schaffen. 3 Sekunden hinten dran. Da wird er eher Richtung Murph-Zeit unterwegs sein. Und auf Start, Ziel, 1:19er Zeit, ja. Reiht sich hinter Murph tatsächlich auch ein. Hat da nochmal einiges an Zeit verloren. Striker damit jetzt auf dem Weg und er muss jetzt natürlich schauen, dass Ente vorbeiziehen kann. 20,443 für ihn. Zu schlagen in Sektor 1, das ist Ollis Bestzeit. Schauen wir mal, was er da dann hinzaubern kann. Ja, und Ente natürlich auch vom letzten Rennen ein bisschen enttäuscht, so wie viele Fahrer, viele Ausfälle in Macau. Aber hier 2 Zehntel hinter der Bestzeit, das ist noch in Ordnung. Damit würde er Platz 2 dann fast knacken. Er ist also im Kampf um Platz 2 im Moment unterwegs, hat aber jetzt einige große Bögen drin gehabt. In seiner Kurve, Murph macht da schön Platz, damit Ente hier seine Qualifying-Runde ordentlich fahren kann. Und da viele Curbs auch mit, also da muss man schauen, das könnte jetzt einiges an Zeit gekostet haben. Ah, das sieht man, ja, obwohl er hat da doch nochmal einiges gut machen können. Jetzt ist er nur noch 78 Hundertstel hinter Olli und damit kann er eventuell sogar nochmal die Topzeit angreifen. Dafür muss er jetzt durch die Chateau d'Eux und Chicane und durch die Complexe de Lycée gut durchkommen. Chicane ist er durch, jetzt kommt er auf die Complexe de Lycée. Knappes Ding jetzt für Ente. Schafft er es noch, sich an Olli vorbeizudrücken? Ganz knapp 17
Hundertstel hinter Olli, damit Enter auf Platz 2, Vampy auf 3, Smoke auf 4, Mi auf 5, Schummel auf 6, Murph, Striker, Dennis, Pupti und einer darf noch. Und das ist dann eben der Slowcoach. Es tut mir leid, wenn ich ab und zu huste. Ich habe halt leider noch nicht ganz meine Grippe überstanden. Ja, und Slowcoach ist hier eine Sekunde hinter der Zeit von Olli. Also da eher auf dem Weg Richtung, ja, Smokes Zeit. Er ist Motorsport in der Meisterwertung. Natürlich sehr weit vorne. Da gucken wir ganz kurz rein. Die sind hier mit 100. Und 8 Punkten vor Motorpower mit 64 Punkten. Also Motorpower hat es geschafft, sich auf Platz 2 vorzukämpfen. 64 Punkte vor 60 Punkten. Heute gilt es natürlich für Motorpower, den Platz zu halten. Smoke mit 72 Punkten vor Olli mit 41. Das könnte heute nochmal für Olli heißen. Ein bisschen angreifen. Wir sind im 11. Rennen. Wir haben ja noch einiges vor uns. Da kann Olli eventuell sogar noch Smoke einholen, wenn es denn dabei bleibt, dass Olli eine gute Leistung zeigen kann. Im letzten Rennen Makau hat es nicht gelangt. Da hat er dann auch Probleme bekommen. Zweiter Platz, Smoke war vor ihm, da hat er natürlich ein paar Punkte verloren, aber Olli hat sich vor Murph geklemmt. Ente und Murph mit 40 Punkten auf Platz 3 im Moment. Slowcoach jetzt auf dem Start-Zielweg. Schauen wir mal, wie er jetzt seine Zeit so präsentieren kann. Es wird dann hier der 5. Platz, naja, hinter Smoke, damit Smoke und Slowcoach sehr ähnlich unterwegs, was die Zeit angeht. Also da Setup-technisch auf jeden Fall sehr ähnlich alles unterwegs. Ja, Olli damit auf der Pole Position für Ente und Vampy auf Platz 3. Das freut mich persönlich sehr, sehr, denn ja, der Sponsor von seinem Lenkrad, seinem neuen, das war dann natürlich von uns, von der Redaktion aus, hat ein neues Lenkrad bekommen und dass er jetzt sich langsam dran gewöhnt hat. Merkt man, er hat Platz 3 geholt. Smoke, Slowcoach werden unzufrieden sein. Platz 4, Platz 5 ist nicht ihr Ziel, aber es ist eben mal die Kur. Da kann auch mal ein Olli und ein Ente und Vampy schneller sein. Mir auf Platz 6 wird sie freuen, das ist okay, da kann sie sich nochmal nach vorne arbeiten. Wir haben Schummel, wir haben Murph, Striker, Dennis und Pupti in dieser Reihenfolge. Platz 11 für Pupti wird sie nicht freuen, weil sie eben einen Fehler vor Start-Ziel gemacht hat in der Komplex du Lycée. Ja, und wir warten dann drauf, jetzt in ja, circa 12 Minuten wird es dann hier weitergehen. Bis dahin gibt es jetzt erstmal noch das Warm-up zum Rennen. Und wir werden in eine kurze Pause gehen und sind dann zum Start wieder für euch da. Bis dahin habe ich meine Stimme auch nochmal ein bisschen geölt. Euer Taika für BK Gaming, bis gleich. Ja, willkommen zurück zu BK Gaming, zu Taika hier in Manicur. Wir haben 46 Runden und Olli darf das Rennen von ganz vorne beginnen. Enter als zweiter Vampy, Smoke, Slowcoach, Mi, Schummel, Murph, Striker, Dennis und Pupti. In dieser Reihenfolge wird es hier losgehen und Olli wird dann hier das Feld anführen. Mal sehen, wie der Start verlaufen wird. Er kommt ganz okay weg, Enter nicht ganz so stark. Schauen wir mal ganz kurz, da ist Smoke schon dran und will hier Ente sofort überholen, schafft er auch. Damit Platz 2 für ihn, Ente sogar auf Platz 4 zurückgefallen, selbst Slowcoach ist noch vorbeigekommen. Da gucken wir mal hinten, da gab es eine kleine Berührung. Ja, Schummel und Vampy dann davon betroffen. Vorne fährt jetzt Olli weg auf Platz 1, dahinter dann direkt Smoke und Slowcoach, die sich beide hier richtig gut nach vorne kämpfen konnten. Hinten dran sehen wir schon Ente jetzt im Duell mit Slowcoach. Und Slowcoach mit dem Fehler. Ente berührt ihn da, kann da also nicht viel für. Versucht jetzt außen vorbeizuziehen, aber muss sich hinter Slowcoach jetzt wieder einreihen. Hat aber die Innenseite, kann jetzt hier Kopf an Kopf mit ihm in die nächste Kurve gehen. Aber da hat Slowcoach dann die Innenbahn und kann somit vorne bleiben auf Platz 3. Smoke versucht dann Olli noch ranzukommen. Da geht es natürlich um die Meisterschaft auch. Oh, Smoke mit einem kleinen Fehler. Slowcoach noch hinten dran. Das schauen wir ganz kurz mal, wie es bei Striker aussieht. Gegen Pupti. Da sieht es auch noch ganz gut aus. Mi dann hinten dran beim Motorpower Lift for Race ist da gut unterwegs, Olli. Aber Vampy hat auch einiges am letzten verloren. Platz 9 für ihn. Da gab es wahrscheinlich auch die Berührung. Da schauen wir ganz kurz mal rein. Aber alles noch in Ordnung. Murph auf 10, Dennis auf 11 und wir springen wieder nach vorne. Smoke hier auf Platz 2 unterwegs. Der Rekordmeister der BK Liga 7 war schon Champion hier gewesen. Ist im Moment auf Platz 2 unterwegs, aber das heißt zu früh im Rennen noch nichts. Die erste Runde ist abgeschlossen und damit Olli weiterhin auf Platz 1. Dahinter Smoke, Slowcoach, Ente, die dann hier ein bisschen Rückstand haben. Olli hat 11 Sekunden Vorsprung. Kann also einiges hier nochmal gut machen. Schauen wir mal, was... 11 Sekunden ist falsche Anzeige da oben leider. Smoke versucht dran zu bleiben, aber Olli schafft es auch. Slowcoach gegen Ente, da ist also dann Live for Race gegen RS Motorsport und Ente von MS Racing gegen RS Motorsport Slowcoach. Ja, Manicur, eine spannende Strecke. Da
kann man auch an einigen Stellen überholen. Das sei gesagt, nach der Adelaide, wenn man da ein bisschen Geschwindigkeitsvorteil sich mitnehmen kann, hat man eine schöne Gerade noch bis zum Nürburgring vor sich. Da kann man also auch einiges tun. Mi auf, oh, Striker auf 1, das ist unglaublich, aber Striker ist ausgefallen. Der hat sich hier gerade selbst abgeschossen. Damit Striker raus. Da muss man eben auch aufpassen. Da hat er anscheinend zu viel gewollt und wird jetzt dann ein bisschen nach hinten durchgereiht. Natürlich, da gab es einen kleinen technischen Error. Und Striker damit aus dem Rennen. Slowcoach auf 3. Davor haben wir Smoke, der sich hier mit Olli beschäftigt. Aber Olli hat hier heute anscheinend das Setup gefunden. Ist gut unterwegs. Ist 4,1 Sekunden dann unterwegs hier auch. Man sieht es, die Zeitanzeige ist da ein bisschen leider nicht ganz korrekt, was die Abstände angeht. Aber man sieht halt auch, da ist, wenn man die Zeiten abzieht voneinander, ist das schon eng. Slowcoach auf 4, damit Ente auf 3, weil Slowcoach hier einen Fehler produziert hatte. Slowcoach hier jetzt unter Bedrängnis durch Mi, die sich hier nach vorne kämpfen konnte. Platz 5 für sie im Moment, dahinter haben wir dann direkt schon mal der Neuling in der Liga, der versucht jetzt hier Mi ein bisschen anzugehen. Zeigt sich kurz mal im Rückspiegel. Mi lässt sich davon aber nicht beeindrucken, fährt einfach ihre Linie. Und Schummel muss da ein bisschen aufpassen, hat da ein bisschen Geschwindigkeitsüberschuss gehabt. Ist jetzt dran an Mi, möchte hier vorbeiziehen. Greift jetzt Mi an, aber muss vor der nächsten Schikane aufpassen, dass er nicht zu viel will. Und Mi unter Bedrängnis. Schummel ist dabei und versucht hier in dem Dreierkomplott ein bisschen mitzumischen. Ja, Slowcoach mit einem Fehler, dadurch endet jetzt auf Platz 3, ist 6 Sekunden hinter Smoke. Und kann eventuell dann vorne nochmal angreifen. Und das Duell zwischen den drei Kontrahenten hier stark. Schon mal zwischen den Motorpower-Fahrerinnen. Oh, da berührt er ganz leicht den Reifen. Muss auch aufpassen, dass sein Frontflügel da nicht verliert. Das passiert nämlich auch schneller, als einem manchmal lieb ist. Mi auf 5. Oh, da bremst sich schon mal ran. Aber Mi unter Bedrängnis, Slowcoach auf 4. Ente hat ein bisschen Platz gewonnen, hat da 6 Sekunden Rückstand auf Smoke, der wiederum ungefähr eine 7/10 hinter Olli unterwegs ist. Also Manicur im Moment sehr, sehr spannend. Vor allem vorne die beiden Fahrer sehr nah beieinander. Dann haben wir das Dreierkomplott von Slowcoach, Mi und Schummel. Danach haben wir dann tatsächlich Vampy, weil Pup die hier noch Fehler gemacht hat. Dennis musste in die Pit, hat wahrscheinlich eine Berührung gehabt da am Start. Und in der ersten Kurve nach Startziel. Vampy war gut unterwegs, aber im Moment kommt er nicht hinterher. Murph wieder mit rauchenden Reifen, das ist irgendwie so synonym. Auch bei Pupti ist da einiges geboten. Du musst halt aufpassen, da ist dann noch ein Dennis unterwegs, der auf Platz 10 im Moment unterwegs ist. Ja, und Striker hat es erwischt, der hat sich selbst hier von der Strecke befördert. Olli muss natürlich schauen, dass er irgendwie vor Smoke bleibt. Oh, da hat er kurz mal vorne rechts seinen Reifen stehen lassen. Kommt hier gut durch die Schikane durch. Beide durchgekommen. Ente auf Platz 3. Hinten dran aber das Duell noch im vollen Gange. Mi gegen Schummel. Schummel ist da dran. Der weiß, dass er hier nur den richtigen Zeitpunkt abwarten muss, um dann zu überholen. Die auf Platz 5, die wird natürlich versuchen, dann nochmal Slowcoach irgendwie zu erwischen. Ist eine Sekunde hinten dran. Schummel hat jetzt auch ungefähr eine Sekunde Rückstand auf Mi. Also da ist jetzt das Dreierkomplott hier ein bisschen auseinandergezogen worden. Hinten dran haben wir aber Vampy gegen Murph. Und Murph im Moment auf Kopfhöhe mit ihm. Ist hier Flügel an Flügel unterwegs. Hat jetzt in der nächsten Kurve einen kleinen Vorteil für sich, wenn er denn den ausnutzen kann. Nimmt hier ganz, ganz eng die Kurve damit an Vampy vorbei. Aber Vampy hat natürlich mehr Geschwindigkeit. Zieht sich jetzt nochmal ran an Murph. Möchte hier nochmal den Angriff wagen. Aber Murph hat natürlich durch seinen kleinen Schwenker da nach innen sich den kleinen Vorteil geholt, damit er jetzt hier vorne dran rumfahren kann. Bremst sich hier nochmal ordentlich rein in die Schikane gegenüber von Adelaide. Damit hat er sich jetzt erstmal ein bisschen absetzen können. Wir gucken mal ganz kurz Slowcoach jetzt unter Bedrängnis von Mi. Da ist also auch ein riesen Zweikampf entstanden und entbrannt. Und Mi muss jetzt irgendwie schauen, dass er dran bleibt. Wo ist Slowcoach eigentlich? Der hat jetzt ein bisschen viel Abstand. Schummel, der ist jetzt hier fast 2 Sekunden hinter dem Doppelpack hier unterwegs. Mi ist echt stark geworden. Also die hat die Saison genutzt, um sich stark zu verbessern. Kann hier auch vorne mithalten, selbst mit dem Slowcoach. Auch wenn das im Moment nur heißt, dass es Platz 5 ist. Ente hat so ein bisschen Luft und Platz, ist aber 7 Sekunden hinter der Spitze und 10 Sekunden vor Slowcoach. Hat also da
jetzt mal freie Fahrt, mal sehen, ob er die nutzen kann. Smoke bremst sich jetzt rein in die 180-Grad-Kurve. Platz 1 für Olli, der hat sich auch ein bisschen Abstand gönnen können. 1,5 Sekunden vor Smoke an der Stelle. Schauen wir mal hinten dran wieder. Oh, Mida, richtig eckig und kantig durch die Kurve durch. 180-Grad-Kurve jetzt durch. Das ist übrigens die Kurve Nummer 9 hier in Manicur. Und jetzt schauen wir mal, wo sie sich dann am Ende dann befinden wird. Schummel auf Platz 6, der kann jetzt gerade nicht mehr mithalten mit denen da vorne. Murph auf 7 hat jetzt ein bisschen Abstand zwischen sich und Vampy bringen können. Pupti, für sie ist es halt schade, dass jetzt er doch ein bisschen Abstand bekommen hat. Aber Dennis ist eben jetzt auch hinter ihr, hat sie also überrunden können oder zurückrunden können. Platz 9 für sie im Moment. Platz 10 für Dennis, der war schon in der Box, musste was reparieren gehen, nachdem er danach Startziel in der ersten Runde gleich mal deine Berührung hatte. Olli vor Smoke, also das Duell haben wir letzte Saison schon gehabt. Jetzt hat sich Olli ein bisschen verbremst, jetzt kann Smoke eventuell nochmal angreifen. Aber klar, das ist eine langsame Kurve, da kann man nicht viel rausholen, aber dadurch kann Smoke sich zumindest wieder ransaugen und wieder in eine Kampfposition einjustieren. Hupt sich da so ein bisschen ran und kann jetzt Olli wieder unter Druck setzen, weil der den kleinen Fehler gemacht hat. Ente auf 3, der ist jetzt der Schikane gegenüber, ne, vor der, das war die Nürburgring-Schikane, jetzt rein in die 180. Radkurve, Kurve Nummer 9, 10 ist dann auch drin, Slow Coach vor mir, aber Mie, die ist richtig schnell heute unterwegs, bremst sich hier gerade so noch in die Kurve rein, 180-Grad-Kurve, da muss man eben viel Geschwindigkeit rausnehmen, aber sie schafft es, hat jetzt zwar dadurch ihre Reifen ein bisschen unter Dampf gesetzt, aber es wird ihr nicht schaden an der Stelle. Einmal, zweimal kann man das machen. Wenn das zu oft passiert, muss man halt irgendwann auch dran denken, dass die Reifen dann langsam zu bröckeln anfangen. Aber Mie ist dran an Slowcoach und möchte hier wahrscheinlich auch demnächst den Angriff starten. Dann haben wir Schummel noch hinten dran auf Platz 6. Der scheint hier heute zumindest so weit zufrieden zu sein, dass er konstant erstmal fährt. Murph auf 7, wie gesagt, hattest du ja gegen Vampy gewonnen vorher. Macht es aber natürlich jetzt nicht viel besser. Der hat auch kein gutes Qualifying hinter sich gebracht. Muss also jetzt im Rennen zeigen, dass er hier vorne mitfahren kann. Oh, da ist Slowcoach weit rausgetragen worden. Und Mie ist gerade so noch hinter ihm geblieben. Schauen wir mal, wie es vorne aussieht. Olli ist auch nicht so weit weg von Smoke. Da ist also auch wieder der Kampf zwischen Liffo Race und RS Motorsport entbrannt. Olli und Smoke natürlich von letzter Saison kennen sie sich sehr gut. Olli war der Rookie of the Year letztes Jahr. Und Smoke, ja, da haben wir gerade kurz mal technische Probleme gehabt. Aber Smoke versucht jetzt hier ranzukommen. Versucht hier jetzt irgendwie an Olli vorbeizuziehen. Ja, das sieht man auch, da gibt es ein paar Kamerawackler an der Stelle. Aber es scheint wieder alles repariert zu sein. Da gibt es ein paar technische kleine Problemchen. Slowcoach auf Platz 4, der muss ja hart kämpfen gegen Mie. Also das ist auch ein Bild, das man, glaube ich, am Anfang der Saison noch nicht so gesehen hat, dass Mie hier wirklich wie Pace mitgehen kann von den Top-Leuten. Ja, und Smoke, der beißt sich die Zähne ein bisschen aus an. Olli ist im Moment jetzt eine Sekunde wieder hinten dran. Also Olli, wenn er keinen Fehler macht, schneller als Smoke, zumindest so eine Viertelsekunde jede Runde. Da kann er sich vielleicht ein kleines Polster dann aufbauen. Slowcoach vor Mie, das ist ja auch ein Duell, das dann entscheidend dazu beitragen wird, ob Mie dann auch wieder dafür sorgen kann, dass SM Racing weiterhin hinter ihm bleibt. In der Gesamtteamwertung, da sind sie im Moment ja ein paar Pünktchen mit 4 Punkten Vorsprung auf Platz 2 unterwegs. Da haben sie 64 Punkte, 60 Punkte bei SM Racing, 108 bei RS Motorsport. Trotz, dass Slowcoach so viele Ausfälle hatte dieses Jahr. Ja, Mie auf Platz 5. Also das ist auf jeden Fall ein Bild. Das können wir uns merken, auch für den Rest der Saison. Da wird Slowcoach auf jeden Fall einen harten Gegner haben. Aber sie kann mithalten und das ist das Wichtige. Und wir haben Ente auf Platz 3. Wir haben Smoke auf Platz 2. Der hier mal schön die Grasnarbe mitzieht. Aber Olli kann sich behaupten, ist immer noch fast eine Sekunde vor Smoke. Dran Ente, der kommt aber nicht mit der Pace mit, der ist 10 Sekunden, 12 Sekunden hinter der Bestzeit. Wir haben Slowcoach dann noch an der Stelle, der auf Platz 4 liegt. Aber jetzt kommt Mie wieder ran, der kann sie immer wieder hier
kurz mal in der Estoril schnuppern am Platz Nummer 4. Aber Slowcoach fährt da eben einen großen Bogen, damit er mehr Geschwindigkeit mitnehmen kann. Es macht aber nicht den großen Unterschied. Und Mee ist dann eben in der Position, eventuell auch anzugreifen. Da muss er aufpassen, dass er da die Tür nicht immer zu weit aufmacht. Jetzt ist Mee wieder dran. Komm jetzt rum aus der Nürburgring. Die Kahne. Jetzt rein in die 180-Grad-Kurve. Da müssen sie beide wieder schauen. Mee versucht sich da ein bisschen ranzusaugen, um dann Slowcoach wieder unter Druck zu setzen. Sieht man auch, da fährt es ein bisschen engere Linie und dadurch verliert es aber Geschwindigkeit eben für die Gegengerade. Und der Adelaide dann weg, jetzt rein die Schikane gegenüber von der Adelaide. Und Mee versucht hier sich ranzuziehen, ist aber eben immer noch ab eine halbe Sekunde hinter Slowcoach. Hinter auf Platz 3 ist irgendwie ungefährdet. Der hat da eben seine Fahrt, der kann sich da mit 11 Sekunden Rückstand einfach schön gönnen, einfach mal gemütlich hier zwischen den zwei Duellen unterwegs sein, ein bisschen vielleicht auch schonender fahren. Kann am Ende des Rennens auch entscheidend sein, dass man eventuell ihr Material noch ja, übrig hat, im Gegensatz zu den anderen Fahrern. Vielleicht auch ein paar Runden länger draußen bleiben kann. Schauen wir mal, wie sich das dann auswirkt. Und Smoke hier gut unterwegs, nimmt jetzt die 180 Grad ein bisschen weiter, weil er weiß, er hat jetzt ein bisschen Platz, braucht auch nicht ganz Kampflinie fahren. Ente, wie gesagt, auch gut unterwegs. Der hat hier auf jeden Fall einiges noch nachzuholen. Letztes Rennen auch ausgefallen in Macau. Gab es ja dann auch leider den Rennabbruch mit der Positionierung, weil nur noch drei Fahrer dann auf der Strecke waren. Heute ist es sehr unwahrscheinlich. Wir sehen es auch. Da gibt es wenig Probleme beim Fahren. Striker hat sich da einmal übernommen und ist damit auch ausgefallen. Aber der Rest des Feldes scheint hier erst einmal gut unterwegs zu sein. Ja, Schummel hinten links mit einem rauchenden Reifen, Murph auf 7. Der wird sich auch ein bisschen ärgern. Für SM Racing läuft es diese Saison einfach nicht rund. Letzte Saison ganz vorne dabei. Diese Saison, ja, im Moment 4 Punkte hinter Motorpower. Für Motorpower natürlich extrem gut. Die haben ja auch gleich am Anfang gezeigt, wo der Hammer hängt. Haben da erstmal einen Doppelsieg rausgefahren. Es war dann tatsächlich auch überraschend. Da gab es auch viele Ausfälle, aber Mee auf Platz 1 und Pupi auf Platz 2 in Monza. Das heißt, auch schon einiges, wenn man da so gut durchkommt. Wempy auf 8, Murph auf 7. Ja, für Wempy ist es ärgerlich. Auf Platz 3 gestartet, 4 Plätze, ja, 5 Plätze eigentlich verloren. Schlechten Start erwischt und Mee ist jetzt wieder dran. Die versucht hier Slowcoach auf jeden Fall stark unter Druck zu setzen. Halbe Sekunde Rückstand. Und die kannst du eventuell jetzt dann wieder gut machen. Jetzt sind wir wieder in einer schönen Estoril-Schikane. Komm rein in den Nürburgring-Schikane danach. Und Mee ist da eben dran, aber sie kann aber auch nicht entscheidend mehr Boden gut machen gegenüber von Slowcoach. Ja, und Ente, ja. Er fährt halt seinen Schuh, der hat da Platz, der kann Material schon fahren. Muss hier in keinen Zweikampf gehen. Olli im Moment auch mit ein bisschen Abstand, diese Viertelsekunde, die er sich hier in die Runde rausfährt. Macht dann schon ein bisschen den Hahn fett, hat im Moment, wie gesagt, so 2 Sekunden Vorsprung. Ja, vielleicht 1,5. Ja, nicht mal. Das ist sogar nur eine halbe Sekunde. Da habe ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen vertan. Smoke auch gut unterwegs. Ja, Ente, was soll man sagen? Eigentlich wäre da eine gute Saison. Hat auch bisher tatsächlich viel Leistung abrufen können. Natürlich letztes Rennen in Macau, da sind einige ausgefallen. Aber er ist eben auf Platz 4 oder Platz 3, eher gesagt, mit Murph zusammen. Gibt für MS Racing natürlich alles. Möchte hier zusammen mit seinem Partner dann auch noch weiter nach vorne kommen, was eben dann mit Dennis hier möglich ist. Hat 54 Punkte, ist auf Platz 4 mit der Teamwertung mit MS Racing hinter SM Racing. Die haben noch 6 Punkte Vorsprung, aber so wie es im Moment ausschaut, holt Antim heute mal wieder ein paar Punkte vom Murph und dann wird SM Racing ganz schön unter Druck geraten, weil es das erste Mal nicht mehr in den Top 3 sein werden diese Saison, wenn es um die Teamwertung geht. Oh, Mee hat da ein bisschen einen Schlenker drin und ja, es wird ja auch erstmal von Slowcoach ordentlich zugesmoked. Schon mal wieder hinten links. Also da muss er aufpassen, dass er nicht während des Rennens ein bisschen Probleme bekommt. Aber auch Murphy ist stark im Reinbremsen in die 180-Grad-Kurve. Da sieht man auch die Bremsspuren noch. MP auf 8. Der ist hier für Live for Race unterwegs. Die sind im Moment mit 54 Punkten mit MS Racing auf Platz 4, was die Teamwertung angeht. Also da auch natürlich Spannung drin. Da gucken wir ganz kurz, ist mit Olli natürlich hier stark am Kommen, kann wahrscheinlich dann auch SM Racing dann noch hinter sich lassen.
Wenn das der Fall sein sollte, dann ist SM Racing diese Saison wirklich unter Druck, weil sie dann auf Platz 5 stehen würden. Das sind sie ganz nicht gewohnt, gar nicht gewohnt, dass sie in der Meisterschaft so weit hinter der Spitze dann unterwegs sind, weil da sind sie eigentlich immer in den Top 2, Top 3 unterwegs gewesen in den letzten Saisons. Aber dieses Jahr Striker und Murph nicht so stark, wie wir es eigentlich von ihnen gewohnt sind. Viele Ausfälle, technische Probleme, bei Striker dann noch ein paar Fahrfehler noch mit drin, bei Murph ab und zu auch, wobei der Konstante im Moment noch unterwegs ist, hat aber auch nicht viele gute Platzierungen rausholen können. Da gucken wir ganz kurz mal rein. SM Racing hatte bisher mit Murph einen zweiten Platz in Okayama. Dann sieht es schon wieder ganz düster aus. Hat tatsächlich nur einen zweiten Platz in Okayama ausgefahren. Bei RS Motorsport, die haben ganz schön dominiert. Bis auf zwei Rennen haben sie alles gewonnen. Smoke 5-mal Slow Coach, nee, 6-mal Smoke, 2-mal Slow Coach und Mi und Enter haben das ein bisschen unterbrochen zwischendrin. Olli auch gut unterwegs, hat jetzt viele zweite Plätze rausgeholt. Letztes Mal in Macau ganz traurig, dass er dann nur den zweiten geholt hat. Kurz vor Ende hat er da nochmal den Platz abgeben müssen und Smoke ist jetzt wieder dran. Greift jetzt Olli an, der wird sich ärgern, dass Smoke hier wieder angreifen kann. Der nimmt jetzt die Innenbahn und schafft es tatsächlich hier an Olli vorbeizuziehen, damit Smoke jetzt vorbei. Mal schauen, ob der Zweikampf hier nochmal andersrum entschieden werden kann von Olli, aber der kriegt hier nicht genug Pace auf seine Maschine und damit bleibt er jetzt erstmal hinten. Kann also hier den Smoke nicht zurück überholen. Geht's vielleicht hier in der 180 Grad, aber das schafft das nicht wirklich. Und jetzt springen wir kurz zu Ende, der jetzt mit seinem Kumpanen unterwegs ist, Dennis, der einfach nur versucht, ins Ziel zu kommen, wichtige Punkte für sein Team zu holen. Das ist, glaube ich, so sein oberstes Ziel. Slow Coach hier raus aus der Schikane. Kann hier auch nicht viel Geschwindigkeit mitnehmen. Das war nach der Estoril. Jetzt rein in den Nürburgring. Schikane. Da schafft es aber Mi auch nicht wirklich mehr rauszuholen im Moment. Wir schauen mal kurz nach vorne. Das Duell ist hier natürlich hart am Brodeln, da ist schon einiges an Feuer drin. Olli jetzt auf Platz 2, das wird ihn ärgern, weil er will ja hier in der Meisterschaft wieder rankommen an Slowcoachen. Damit würde er wieder Punkte verlieren, würde wieder ein bisschen Abstand mehr bekommen auf Smoke. Und entsprechend wird er sich hier jetzt anhalten und Smoke versuchen nochmal irgendwie Paroli zu bieten. Ja, und Schummel, der fährt halt sein Ding hier runter, sechster Platz im Moment. Oh, Pupti, was ist mit ihr los? Die hat hier tatsächlich sich von der Rennpiste verabschiedet, kann nicht weiterfahren. Damit der zweite Fahrer raus, neben Striker, Slowcoach jetzt in der Pit. Dennis auf 10, da gucken wir ganz kurz. Ja, Olli, der macht das gut. Schauen wir mal, Schummel jetzt auf 4, hier auf 5. Die hat hier jetzt doch mal einfach so auch ein Plätzchen verloren. Wir schauen mal kurz bei Slowcoach vorbei. Der steht jetzt schon im Pit. Wir haben jetzt nicht so viele Runden, dass ich sagen würde, das ist ein geplanter Stop. Ja, obwohl, es könnte eventuell 32 Runden vor Ende. Ist das schon hart, aber er wird jetzt auch nach hinten durchgereicht. Dennis ist noch zu weit weg, der hat immer 2 Runden Rückstand. Da muss man schon sagen, da wird wahrscheinlich Slowcoach auch sich hier ein bisschen aufgerieben haben, merkt, dass etwas nicht stimmt. Ist im Pit und jetzt kommt hier Smoke vorbei mit Olli. Die beide versuchen natürlich hier den Sieg heute rauszufahren. Für Olli wäre es natürlich wichtig, heute mal endlich Punkte auf Smoke gut zu machen. Sonst hat er immer welche verloren. Ente auf 3, das ist für ihn okay. Er stapelt immer tief, aber heute, glaube ich, ist so ein Podiumsplatz viel wert. Schummel auf 4 und Mi auf der 5. Da hat es wohl Slowcoach eventuell auch ein kleines Problem gegeben. Schauen wir mal, was dann hier Mi jetzt auch dann noch zeigen wird während des Rennens. Ist natürlich schade für sie. Schummel auf 4 ist natürlich ein Ding, das haben wir so natürlich nicht erwartet. Slowcoach mittlerweile raus aus dem Boxenstopp. Er ist auf Platz 8 rausgekommen. Dennis auf 9. Pupti muss sich verabschieden. Also Dennis, sehr wichtig für Lifo Race. Muss man an der Stelle auch sagen, weil Lifo Race kann hier eventuell dann mit... Nein, nicht für Lifo Race. Nicht für Lifo Race. Für MS Racing natürlich. Sehr wichtig, weil er da Punkte holt, die Ente auch da noch mit seinem Team voranbringen. Also MS Racing hier gut unterwegs. Jetzt schauen wir ganz kurz wieder nach vorne. Smoke ist jetzt in der Box. Olli darf jetzt hier auf Platz 1 erst einmal fahren. Mal sehen, ob er jetzt mit freier Fahrt hier ein bisschen bessere Zeiten rausfahren kann. Das kann jetzt gut für ihn sein. Ja, und Smoke wird jetzt durchgereicht. Enter auf 2. Smoke steht eben noch. Da kommt jetzt auch Mi dann
auf Platz 4 rein. Schummel mit einem Fehler wohl. Er ist jetzt auf Platz 5 liegen. Platz 3 mit für Smoke. Da wird er nochmal von Miedern überholt werden. Die jetzt sich auf Platz 3 vorkämpft. Smoke steht sehr lange. Schummel auf 4. Smoke jetzt endlich auf dem Weg raus aus der Box. Ja, da bin ich gespannt, ob Olli jetzt mit freier Fahrt noch ein bisschen Zeit gut machen kann. Also scheint wohl die Boxenstrategie von RS Motorsport zu sein, hier mit Runde 14 bis 16 reinzukommen. Vielleicht auch eine 2-Stop-Strategie, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Also bis jetzt haben sie alle immer einen Stop versucht zu fahren, außer sie hatten eine Strafe oder etwas musste repariert werden. Olli, schauen wir mal die Zeiten jetzt an, was er hier jetzt mal ohne Smoke-Druck fahren kann. Hat ja im Qualifying gezeigt, warum er hier ganz vorne ist und warum Ente auch hier eine richtig gute Zeit hinlegen kann. Und je leichter das Auto wird, desto eher kommt er an sein Qualifying-Setup ran. Neue schnellste Runde für Olli. Also der nutzt jetzt die freie Fahrt. Da würde ich auch empfehlen, dass er so lange draußen bleibt, wie es nur geht. Slow Coach wieder an der Box. Der hat hier anscheinend ein paar technische Probleme. Durchfahrtsstrafe kassiert oder Stop-and-Go-Strafe kassiert. Smoke auf 7. MP auf 6, der wird natürlich jetzt alles versuchen, erstmal da vorne zu bleiben. Murf auf der 5. Wir haben noch Schummel, der Platz 4 hat. Und Mie fährt auch nochmal eine Runde weiter. Ente auf 2. Und wir schauen mal Olli zu, was er hier für Zeiten entzaubern kann. Wie gesagt, die ganze Zeit des Duells hat ihn mehr belastet. War da auch kurz hinter Smoke. Und kann jetzt hier mit freier Fahrt eventuell tatsächlich nochmal einiges rausholen. Also überraschend, dass Smoke auch so früh reinkommt. Normalerweise sehen wir ihn eher später auch von der Strecke runterkommt. Vielleicht war das auch so Einsicht, dass er gesagt hat, okay, Olli ist super schnell, ich gehe lieber ein bisschen langsamer, ein bisschen leichter rein ins Rennen, versuche damit dann ein bisschen Olli-Konkurrenz zu bieten, aber der scheint hier jetzt das nutzen zu können, dass er eben nicht mehr jemanden bei sich hat. Fast wieder seine Bestzeit hier in Sektor 2 hingelegt. Schauen wir mal Sektor 3 an. Neue schnellste Runde, also Sektor 3 ist Olli richtig schnell. Ente auf der 2, der mit 1.15.183 und 1,528 Sekunden Rückstand hier auf Platz 2 im Moment unterwegs ist. Mie auf 3 und ja, Smoke muss ich eben jetzt vorbeischieben, irgendwie an Vampy, weil das wird ihn auch Zeit kosten. Oh, da hat er die Curbs aber ganz schön hart mitgenommen, also da muss er ein bisschen aufpassen. Slow Coach auf der 8. Er lässt sich immer sehr weit raustragen hier in der Estoril. Dennis war ja auch schon einmal in der Box, musste das reparieren lassen. Wir haben Olli auf Platz 1 und der nutzt das jetzt. Der hat eben freie Fahrt und Qualify schon gezeigt, dass er hier richtig gute Zeiten rausfahren kann. Mal sehen, ja, 2 Zehntel hinter seiner Bestzeit. Oh, da bremst er sich jetzt aber hart rein, also da muss er aufpassen. Die Reifen sind auch nicht mehr die besten jetzt nach all den Runden. Schauen wir mal, wie er jetzt hier im Finish ankommt. Da hat er natürlich schon gezeigt, dass er Sektor 3 gut beherrscht. Kommt in die Complex du Lycée rein. Die Schikane kurz vor Start zielen und jetzt schauen wir mal, welche Zeit er hier wieder aufs Scoreboard zaubern wird. Ja, ist 1,56 Zehntel hinter seiner Bestzeit, was immer noch ordentlich ist. Schauen wir mal Ente an, der hier auf Platz 2 im Moment unterwegs ist. Kommt jetzt auch in den Complex du Lycée raus, Startziel. Und der sieht man schon 1,176 Sekunden hinten dran. Mie jetzt auch mal gespannt, was sie für eine Zeit nochmal zeigen kann. Da hat sie jetzt, glaube ich, Slow Coach vor sich, der im Moment auf Platz 8 unterwegs ist. Der musste halt seine Stop-and-Go-Strafe angehen. Hat wohl da einen kleinen Fehler gemacht. Rein in die Complex du Lycée. Und raus auf Startziel. Jetzt schauen wir mal. Ja, das wird nicht so eine gute Zeit. Also fast 3 Sekunden hinter der Bestzeit. Schummel. Schauen wir mal, der ist auch ungefähr im gleichen Bereich unterwegs. Murph, gucken wir auch kurz mal nach der Zeit. Ja, der hat aber auch hier, ja, der holt langsam auf. Platz 5 für ihn im Moment, weil eben auch Smoke in der Box war. Vampy ist auch okay unterwegs, schneller als sein Vordermann. Und Smoke ist da auch eher dann langsamer als Olli, der jedes Mal so eine Sekunde, eine halbe Sekunden rausfährt pro Runde. Das macht jetzt schon einiges aus. Smoke sehr schwer wahrscheinlich unterwegs. Er sucht jetzt hier Vampy anzugehen. Zeigt sich also hier kurz im Rückspiegel von Vampy. Möchte jetzt den Angriff starten und Vampy kann hier nicht verteidigen. Hat also die Außenbahn offen gelassen, damit Smoke jetzt einen Platz vor an Vampy vorbei. Das hat jetzt für Vampy leider die Konsequenz, dass er auf Platz 7 dann ist. Slow Coach auf 8, der wird sich natürlich ärgern. Dennis auf 9.
Da wird Mi jetzt auch dann wieder auf Slowcoach auflaufen, aber diesmal ist es eine ganz andere Situation. Oh, Ente da kurz mal sehr knapp über weiße Linie drüber geheizt. Mi auf 3. Ja, bei ihr natürlich jetzt auch die Chance, hier sich nochmal gut zu verbessern. Eventuell auch dann noch vorne zu bleiben. Wir hatten jetzt aber den Boxenstopp von Mi. Da muss sie natürlich jetzt schauen. Schummel wird vorbeiziehen, aber der muss auch noch an die Box irgendwann. Murph muss auch noch rein. Er zieht aber hier auch nochmal auf Startziel, zieht also auch vorbei. Und Smoke holt sich seinen Platz dann erstmal zurück auf Platz 5. Hat damit jetzt Mi hinter sich gelassen. Und wir haben Vampy auf Platz 6. Das ist für ihn natürlich nicht das Ergebnis, das er sich bis jetzt erhofft hat. Hat im Qualifying sehr gut ausgesehen. Ja, und Slowcoach, da müssen wir mal beobachten, wie sich das jetzt während des Rennens noch verhält. Hat ja da den Boxenstopp recht früh gezogen. Durchfahrtsstrafe bekommen, Boxenstopp und Go-Strafe eher gesagt. Dennis auf 9, jetzt schauen wir mal. Ollis Zeit. Der ist halt immer noch furchtbar schnell unterwegs. Schauen wir mal Ente dann an. Also der hat ja mittlerweile schon, ja, eigentlich fast 20 Sekunden Rückstand hier auf Olli. Schauen wir mal. Ja, das sieht man auch. Also Olli unglaublich schnell. Ente kann da gar nicht mithalten. Schummer ist da halbwegs dran mit einer Sekunde Rückstand. Also Olli zeigt, warum er hier auch im Qualifying so schnell war. Er will wahrscheinlich auch so lange draußen bleiben, wie es nur geht, um einfach dann auch am Ende des Rennens einen leichten Wagen zu haben. Aber man merkt, der leichte Wagen, der liegt ihm. Da hat er Setup für drauf abgestimmt. Damit fährt er eben gerade seine Bestzeiten hier. Vampy auf 6, der hat eben leider den Start ein bisschen verpennt und auch eine kleine Berührung gehabt am Anfang. Mi auf 7, das wird es ein bisschen ärgern, aber sie hat eben den Boxenstopp jetzt schon hinter sich gebracht. Wird da wahrscheinlich dann nochmal nach vorne kommen. Vampy muss ja auch noch rein, Smoke war, Murph muss noch, Schummel muss noch. Also die wird sie alle nochmal einholen können. Ja, und Dennis, der bleibt halt auf der Strecke, das ist schön. Er sucht hier gar nicht großartig die Pace mitzugehen, sondern einfach nur Punkte zu sammeln. Was für MS Racing natürlich da an der Stelle extrem wichtig ist. Dann nochmal nach der Olli-Zeit. Der bleibt halt draußen. Der Junge hat viel getankt am Anfang, aber diesmal auch langsamer. Jetzt eher 2 Sekunden Zeit. Ente auf Platz 2 überrundet da seinen Teamkollegen. Und MS Racing diesmal im Doppelflug unterwegs, auch wenn da eine Runde zwischendrin ist. Schauen wir mal nach der Zeit. Das könnte diesmal ein bisschen besser werden. Ja, eine Sekunde hat er jetzt aufgeholt auf Olli, aber der hat halt vorher schon immer so 1-2 Sekunden plus gemacht. Murph auf 4. Er muss halt aber auch noch an die Box, genau. Außer dann eben auch Vampy, der noch nicht drin war. Ja, und Mi auf Platz 7. Er kann mehr gehen. Ich bin gespannt, ob sie dann hier die Zeiten auch gut rausfahren kann. Muss natürlich schauen, dass sie hier irgendwie 1-2 Plätze noch gut macht. Dann ist das eigentlich heute ein gutes Rennwochenende für sie. Slowcoach wieder auf dem Weg in die Box. Er scheint hier Probleme zu haben. Stop and go für Slowcoach schon wieder. Dennis jetzt auch an der Box. Zweiten Mal, also der muss wohl auch ein bisschen was hier reparieren lassen oder Reifen tauschen müssen. Slowcoach scheint hier etwas Probleme zu haben. Vampy, Schummel und Murph alle an der Pit jetzt. Also reger Verkehr in der Boxengasse und Olli, der muss ja auch noch. Und kommt jetzt rein, also da wird er auf einigen Verkehr in der Boxengasse stoßen. Ente war auch noch nicht. Bin ich mal gespannt, ob er jetzt auch reinkommt. Einmal kurz mal bei Ente und schauen, ob er da reinfährt. Bremst jetzt hart rein und bleibt aber draußen. Haben wir jetzt erst einmal Platz 1 für ihn. Olli auf 2, da sieht man schon, da ist einiges los. Smoke auf 3, der ist noch sehr weit weg. Aber Olli steht noch. Ganz wichtig jetzt ist dieser hier in Sektor 3 Zeitabnahme. Da ist eine halbe Sekunde hinter Ollis Bestzeit. Und Olli steht noch. Also alle jetzt an der Pit gewesen. Olli fährt jetzt los und Smoke ist zu weit weg. Das hat Olli jetzt richtig gut gemacht. Hat es genutzt, dass er hier noch ein paar Runden mehr in seinem Tank hatte als Smoke. Er kommt jetzt gerade auf Startziel. Und Ente muss eben noch rein. Olli jetzt raus und damit bleibt er vor Smoke. Hat jetzt sich, ja, 6 Sekunden oder 5 Sekunden Vorsprung rausgefahren im Rennen. Es ist also die Leistung, die wir erwartet haben von Olli, die er auch rausholen musste. Damit er hier vorne bleibt und damit Smoke in der Boxengasse geschlagen. Ja, und Mi hat sich wieder auf Platz 4 vorgeschoben. Die wird sich freuen und Ente muss eben noch an die Box, aber das schauen wir jetzt mal, wann der reinkommt. Kommt jetzt rein in den Komplex du Lycée.
Und er bleibt. Nein, er bleibt diesmal nicht. Er kommt jetzt in die Boxengasse. Wird für ihn heißen, dass er hier hinter Olli und Smoke landen wird. Eventuell sogar hinter Mi. Ja, das wird dann in 20 Sekunden ist Olli dann Startziel. Das wird Ente nicht lang. Und schau mal, wo Mi jetzt ist. Smoke wird ihn auch noch überholen. Mi jetzt ein. Nee, die Mi wird ihn nicht packen. Die, da war es jetzt. Oh, da hat sich jemand ganz kurz. Da war jemand quer gestanden. Da muss ich kurz gucken. Ja, vielleicht war es aber auch nur. Ja, Olli wird vorbeiziehen. Schauen wir mal nach Smoke. Der kommt jetzt in den Komplex Elysee rein. Er wird also auch vorbeiziehen und Ente steht noch. Der wird also hier auf Platz 3 zurückfallen. Die wird ihn nicht einholen können. Dafür ist er zu weit weg. Damit Ente auf Platz 3. Das ist das, was er sich eigentlich erhofft hat. MS Racing wird dann, wenn es dabei bleiben wird, auf jeden Fall vor SM Racing dann landen. Mal ganz kurz noch mal rein. Oh, Ente, da hat es nochmal ganz schön Staub gegeben. Hat sich jemand verbremst. Ist das Smoke? Ja, das ist Slow Coach. Der hat ganz schön Probleme jetzt im Rennen. Also ist 8. Platz im Moment. Das wird sich auch nicht mehr so stark verbessern. Olli hat mit dem leichten Auto bessere Karten. Hat jetzt auch freie Fahrt. Schauen wir mal kurz in Sektor 2, was die Zeit dann sagen wird. Kommt jetzt rein in die Gegend. Schikane von Adelaide. Da haben wir jetzt ganz kurz sehen, da ist er richtig schnell unterwegs, aber auch Smoke mit einer guten Zeit, halbe Sekunde hinter der Bestzeit. Olli auf 1. Er wird sich natürlich freuen wie ein kleines Kind, wenn er heute hier Smoke in Manikur schlagen könnte. Schauen wir mal kurz, was Smoke für eine Zeit hinlegt. Er hat eine halbe Sekunde verloren auf Olli. Entschuldigung dafür. Aber ich bin noch nicht ganz 100% wiederhergestellt. Ich empfehle keinem, dieses Jahr die Grippe zu bekommen. Die ist tatsächlich extrem, extrem. Also ich war noch nie so lange im Bett gelegen wie bei der Grippe. 4 Tage am Stück, ohne groß aufzustehen, nur Wasser die ganze Zeit und ein bisschen Hühnersuppe, wenn es irgendwie möglich war, was zu kochen. Weil 5 Minuten aus dem Bett raus war, war schon wieder pitschnass und am Arsch und kaputt und hat eigentlich keine Lust gehabt, irgendwas anderes noch zu tun, außer sich hinzulegen. Platz 5 für Murph. Das wäre natürlich für SM Racing wichtig, dass sie hier zumindest ein paar Punkte holen, damit man zumindest dranbleiben kann. Aber Motor Power wird vorbeiziehen, MS Racing könnte vorbeiziehen, auch Lifo Race könnte vorbeiziehen. Und da hat sich aber Dennis jetzt gedreht, da muss er dann jetzt irgendwann raus, wartet natürlich, bis die anderen Fahrer alle durch sind. Versucht hier sich irgendwie raus zu manövrieren. Zieht er, dass frei ist. 9. Platz wäre natürlich optimal, da kriegt er ein paar Punkte für. Nicht viele, aber für MS Racing. Wäre das natürlich optimal. Ja, Olli auf 1. Der kann heute alles richtig machen. Punkte auf Smoke aufholen, wenn es auch nicht viele sind, weil er jetzt im Moment auf Platz 2 unterwegs ist. Aber wenigstens endlich mal zeigen, dass nicht nur RS Motorsport hier irgendwas zu melden hat, sondern Lifo Race auch immer noch vorne mitfährt. Ja, und dann ist wieder abseits der Strecke. Da hat er kurz MS Racing Kollege Ente gesehen. Ja, und Mi, 4. Platz. Das wäre natürlich optimal für sie. Motor Power würde damit sehr, sehr viele Punkte holen. Natürlich Murph da hinten dran. Die Punkte würden dann nicht reichen, um an SM Racing vorbeizuziehen. Aber immerhin ist man dann in Schlagreichweite weiterhin. Hat dann noch 2 Punkte Rückstand. Die kann man auch aufholen. Und ja, Murph könnte hier ganz, ganz wichtig werden in diesem Rennen. Zumindest was die Punkte angeht. Dass man sich nicht so weit verabschiedet von der Spitzengruppe da vorne. Ja, und Ente, der zeigt halt, warum er auch schon mal Meister war in der BK-Liga. Er kann hier auf dem Podium landen heute. Ja, bei Smoke und Slow Coach müssen wir dann nachfragen. Auf jeden Fall bei Slow Coach, warum es so viele Stop-and-Go-Strafen gab. Woran es lag, vielleicht hat er eine Kurve einfach nicht gut genommen, jedes Mal dann die weiße Linie verlassen. Das ist ja auch Endstreckenbegrenzung. Wenn die zu seinem Vorteil verlässt, also dadurch einen Zeitvorteil bekommt.
kriegt man dann auch mal eine Stop-and-Go-Strafe aufgebrummt, was jetzt im Falle von Slowcoach eventuell der Fall sein könnte. Ja, Mi gut unterwegs, da gucken wir ganz kurz nochmal in die Timings rein. Ja, 7 Sekunden Rückstand für Smoke, Ant ist 21 Sekunden hinten dran und dann ist schon ein riesen Gap. Murph, Mi mit einer 40 Sekunden Rückstand, dann ist Murph 5 Sekunden hinter Mi. 5 Sekunden Vampy, Schummel, Slowcoach, eine Runde hinten dran und dann ist eben diese 4 Runden. Aber das ist ihm egal, er will einfach nur ankommen und wichtige Punkte holen für sein Team. Und Olli schafft es tatsächlich immer mehr Abstand zwischen sich und Smoke zu kriegen. Sein Auto dürfte auch entsprechend in dem Fall sein. Jetzt hat er hier Vampy nochmal überrundet, schön Platz gemacht von Vampy. Er weiß natürlich auch da vorne nicht wirklich was zu melden. Er ist auf Platz 6, muss Murph in 5 Sekunden irgendwie aufholen. Smoke auf 2, der kann im Moment nicht die Pace von Olli mitgehen. Oh, nimmt er auch die Curbs ganz hart mit. Ja, und zur weißen Linie sei gesagt, das sieht man hier auch, wenn man mit allen 4 Reifen außerhalb dieser Linie ist, kann es eine Strafe geben, wie gesagt. Schon mal auf 7. Der Junge, der hat so viel Potenzial und es ist schade, dass er es jemand noch nicht nutzen kann, aber da merkt man auch, wie schwierig es eben ist, auch mit diesen Formelwagen auf der Strecke unterwegs zu sein. Er ist früher eben Kartfahrer gewesen und da hat er eben andere Umsetzung, andere Power auch im Auto und das merkt man halt eben den Unterschied. Deshalb auch im Moment nur Platz 7 für ihn, aber man merkt auch, dass er Potenzial hat. Der muss einfach jetzt die Saison mal so als Einfahrsaison sehen für ihn. Da auch für Bestra dann auch entsprechend Punkte holen, soweit das geht. Oh, Slowcoach auf 8, das wird ihn heute tierisch ärgern, war schon lange nicht mehr dabei. Und Dennis hat einen riesen Fehler gemacht, muss er aufpassen, da kommt jemand von hinten, hat seinen Frontflügel verloren. Wird aber versuchen, hier nochmal auf die Strecke zu kommen. Kann in die Box jetzt nochmal abbiegen, kurz vor der Boxengasse hat er sich hier seinen Frontflügel abgefahren. Ihn hoffen wir natürlich, dass er wieder reinkommen kann. Das ist eben auch das. Dennis ist noch härter, bestraft damit, dass er hier eben vorher noch nicht so stark im Rennsport unterwegs war. Muss da eben viel Lehrgeld bezahlen. Das merkt man auch in jedem Rennen. Er fährt eben eher hinten als vorne. Aber holt halt eben auch wichtige Punkte für MS Racing. Und dann endet sich drüber freut, dass er eventuell heute auch dann SM Racing dann hinter sich lassen. Smoke auf 2 hat da dann einen Fahrer vor sich, der sich hier auch ein bisschen verbremst. Oh, da hat er sich stark verbremst. Das war der beste Racing-Fahrer Schummel. Den lässt er hinter sich. Ente auf 3, da ist auch erstmal alles ungefährdet. Hier auf 4 sind auch wichtige Punkte. Heute reicht es nicht fürs Podium wahrscheinlich, aber sie hat gezeigt, dass er auch hier mit einem Slowcoach mithalten kann. Und auch da vorne immer mal wieder an den Top-Fahrern schnuppert. Murph auf 5, der hält zumindest die Flagge für SM Racing hoch, nachdem Striker sehr, sehr früh im Rennen ausgefallen ist. Vampy auf der 6, der eigentlich ein richtig gutes Qualifying gefahren hat, dann am Start ein bisschen Probleme hatte, da auch eine kleine Berührung dann bekommen hat, dadurch nach hinten gefallen ist, Platz 9 zwischenzeitlich, jetzt sind wir auf Platz 6 unterwegs, hat sich also wieder nach vorne kämpfen können. Schummel war gut unterwegs, war dann in der Dreiergruppe mit Mi und Slowcoach unterwegs am Anfang. Hat dann aber nachgelassen, einen Fehler produziert. Die Box hat nicht so gut funktioniert, wie er sich das vorgestellt hat. Ist im Moment eine Sekunde hinter der Bestzeit, was Sektor 1 angeht. Hat da jetzt auch einen Fahrer vor sich. Das dürfte fast Smoke sein. Olli fährt da einfach vorne weg. Also der Magnikur liegt Olli da. Der hat fast 10 Sekunden, also 9 Sekunden hat er auf jeden Fall Vorsprung. Und da merkt man halt, wenn er freie Fahrt hat, dann ist er einer der besten Fahrer, die die BK-Liga derzeit zu bieten hat. Und letzte Saison erst eingestiegen, Rookie of the Year geworden. Dieses Jahr jetzt die zweite Saison für ihn, anderer Motorrennstall, vorher bei RS Motorsport, jetzt seinen eigenen aufgemacht für Lifo Race und fährt zusammen mit Vampy eben hier auf der Strecke und Olli zeigt halt auch, warum er hier einer der besten Fahrer der BK-Liga werden kann und warum er auch hier ganz vorne mitfahren kann, selbst wenn er einen Mentor wie Smoke nicht zur Verfügung hat. Sein Mentor hat er im Moment in Magnikur zumindest 10,5 Sekunden hinter sich gelassen. Das heißt schon einiges, weil man sieht es auch, 3,383 Sekunden ist Smokey hinter der Bestzeit, da ist Olli eher an seiner Bestzeit dran. Hier auf 4, wie gesagt, das freut mich eigentlich, das ist eine super konstante
Leistung. Jetzt in Macau hat es ein bisschen Pech gehabt, da war es eigentlich die ganze Zeit gut unterwegs. Dann ausgefallen, aber sie kann immerhin Platz 4 jetzt hier in Manicur zumindest sichern. Sehen, ob es bis zum Ende auch so bleibt. Da hat Pupti dann Platz 3 geholt gehabt, anstatt von Mi, weil Mi ausgefallen war. Aber so ist es eben, wenigstens die Punkte dann im eigenen Rennstall geblieben. Ja, und Murph kämpft, er beißt, möchte eben Motor Power nicht vorbeiziehen lassen, was er mit der Leistung auf jeden Fall hinbekommen würde. Weil Pupti eben auch ausgefallen ist. Wenn Pupti jetzt noch mit am Start wäre gewesen, wäre nur Hetz für Motor Power gehießen. Wir sind endlich nochmal ein Stückchen weg von SM Racing gekommen. Die im Moment eben hinter Motor Power stehen. Also habe ich gerade falsch im Kopf gehabt. Oh, Murph lässt schön Olli vorbei. Also Motor Power ist tatsächlich auch vor SM Racing. Und für SM Racing heißt es halt, dass MS Racing eventuell auch nochmal vorbeiziehen kann, wenn Dennis weiterfahren konnte. Das kann er auch, das sehen wir jetzt auch. Wir gucken mal kurz bei ihm rein. Die Frontflügel ist wieder ausgetauscht worden, damit Dennis wieder auf der Strecke. Und wenn Ente da den dritten macht und Murph den fünften, dann wird es echt eng. Auch Lifo Race mit Olli, der hier viele Punkte holen wird, wenn es dabei bleibt, kann hier dann ein Wörtchen mitreden. Wir gucken ganz kurz nochmal die Timings rein. Ja, wir sind in der 33. Runde, noch 13 Runden dann zu fahren, 34. Runde sind wir gerade drin und wir sehen 11 Sekunden Rückstand für Smoke. Olli Pacey halt über die Strecke, er sitzt 12 Sekunden, also es ist unglaublich, was hier Olli im Moment auf die Strecke zaubern kann. Ja, und Schummel orientiert sich jetzt so ein bisschen an Smoke, kann er vom Rekordmeister nochmal eine kleine Lehrstunde bekommen. Ist auch als Rookie wichtig, auch mal so einen Fahrer vor sich zu haben, mal hinterher zu fahren, die Linien anzuschauen, zu gucken, wie der Junge auch in die Kurven geht, weil da kann man dann viel mitnehmen, weil man eben aus dem Kartsport kommt, wie schon mal, da ist alles ein bisschen anders. Da kann man eben nicht ganz so in die Kurven reingehen, was vielleicht vom Kartsport auch gewohnt ist. Muss auch mehr mit der Bremse noch arbeiten, weil eben auch der Geschwindigkeitsüberschuss da ist, weil man eben die Power hat, auch nach oder in der Kurve schon mal raus zu beschleunigen. Das ist schon ein ganz krasser Unterschied. Also Kartfahren ist super krass. Also wenn man das drauf hat, wenn man weiß, wie man da fährt, ist es was ganz anderes, wie in so einem Formelwagen zu sitzen. Weil beim Kartfahren, da bremst man anders, da fährt man anders die Kurven rein, kann auch viel mehr Geschwindigkeit noch mitnehmen, aus den Kurven heraus. Da muss man mal mit eben so einem Wagen wie einem Formelwagen eben ganz anders rangehen an die Kurven. Ja, Slow Coach, der wird sich halt ärgern heute. Läuft nicht so für ihn. Wir werden mal zu Olli on board gehen. Und ein bisschen die Strecke anschauen. Da vorne auch schon Fahrer, aber wir sehen Olli, der hier unterwegs ist, der jetzt hier in den Komplex du Lycée reinfährt. Kurz vor Startziel, dass sie dort Boxeneinfahrt. Jetzt geht's hier raus auf Startziel, dann das sehr, sehr viel Strecke mit, fährt weit außen, damit ihr die nächste Linkskurve auch gut durchpacen kann. Bremst ihr jetzt runter in die Estoril rein und kann dann hier Vollgas raus auf die Adelaide dann ziehen. Adelaide dann rum, da hat man natürlich eine sehr enge Kurve, da muss man sehr viel Geschwindigkeit rausnehmen, dann geht's raus auf die Gerade, bevor es dann auch in den Nürburgring Schikane reingeht, jetzt hier kommt, das ist 180, also das war schon vorher die Nürburgring, jetzt kommt sie in die 180 Grad Kurve rein, muss auch nochmal richtig runter bremsen, dann geht's mal rechts rum, da kann man dann in die Gegenschikane zu Adelaide, da sieht man auch nochmal die Tribüne, da ist dann die Gegenschikane, die man jetzt hier sieht, Adelaide liegt links davon, jetzt geht's nochmal in die Rechtskurve rein, kommt man dann über die Komplex die Lycée dann danach, wenn man hier durch ist. Ja, hier nochmal Schikanen und jetzt in den Komplex die Lycée rein. Da ist also einiges gewohnt. Da muss man sehr, sehr schnell hintereinander zwei Rechtskurven nehmen, Linkskurve und dann mit Fullspeed auf Startziel. Und das ist Manicur an der Stelle. Eine Sekunde hinten dran. Schauen wir mal bei Smoke, wie er das Ganze jetzt zeitlich absegnen kann. Ist hier natürlich sehr weit hinten dran. 12 Sekunden Rückstand und im Moment kommt er eben an Olli nicht ran, der darf auch keinen Fehler machen, weil wir haben es schon mal erlebt, dass er hier in Führung liegen dann so viele Probleme bekommen hat. Komplex du Lycée durch und jetzt auf Startziel, schauen wir mal nach der Zeit.
Ja, ist auch ähnliche Zeit wie Olli. Also da hat sich Smoke jetzt ein bisschen gefangen oder Olli hat sich verschlechtert. Das kann man sehen, wie man das möchte, aber Olli verliert auch keine Zeit auf Smoke. Also von daher 19 Sekunden Vorsprung oder 18 ungefähr. Das ist schon ein Wort, da hat man eben so die erste Sektor, so fort, den ersten Sektor so zwischen sich und Smoke gebracht. Das ist schon sehr wertvoll. Man darf natürlich aber keinen Fehler mehr machen. Und Olli ist da jetzt auch nicht mehr so anfällig wie früher, aber wir haben es im letzten Rennen gesehen, da kann doch einiges mal schief gehen. Vor allem zum Rennende hin, wenn das Auto instabiler wird. Vor allem, wenn die Reifen dann nicht mehr ganz so viel Grip hergeben, das Auto leichter wird, wenn die Kurve ein bisschen anders fahren muss, anders bremsen muss, da muss eben, ja, Olli dann schauen. Wir sehen es gerade, Dennis ist auch draußen aus dem Rennen, also der hat es nicht geschafft, hier in Manicur das Rennen zu beenden. Schade für MS Racing an der Stelle, weil das wären wichtige Punkte gewesen, um dann SM Racing eventuell auch hinter sich zu lassen. Ente auf 3, Murph auf 5. Also da wird es nochmal spannend werden. Es wird dann heute nicht lang fahren, weil Dennis jetzt ausgefallen ist. Ja, und Ente, der ist auf Platz 3. Ich weiß gar nicht, ob das Smoke vor ihm ist. Ja, Smoke ist vor ihm. Und Ente schafft es tatsächlich irgendwie an Smoke ranzukommen. Also AS Motorsport, nicht mit dem Setup, nicht mit dem absoluten überkrassen Setup jetzt heute unterwegs. Das merkt man auch, weil Smoke jetzt hier Ente wieder an sich ranlässt. Normalerweise passiert ihm das nicht so. Da haben sie wohl im Setup ein bisschen zu viel rumprobiert, zu viel versucht und jetzt nicht das Setup für Manicur gefunden, so wie sie es vielleicht gewohnt sind. Und Smoke, ja, da leicht hat er auch Probleme. Das müssen wir halt mal fragen. Vielleicht sind die Reifen auch zu weit runtergefahren, war sehr früh drin. Also Ente viel später reinkommen, da wird er vielleicht noch mehr Reifen noch übrig haben. Es könnte sein, dass jetzt zum Rennende hin dann dadurch Smoke im Nachteil ist. Schauen wir mal, wie Ente sich schlagen wird. Der jetzt hier ranzieht, möchte in den 180 Grad nochmal rankommen, saugt sich auch ran, da kann Smoke mit bisschen früher natürlich rausbeschleunigen, aber man sieht schon, Ente ist dran, das ist gerade mal eine halbe Sekunde, die Smoke noch Vorsprung hat vor dem. Und das sieht's auch, Smoke versucht hier mit viel Curbs noch die Schikane zu nehmen, die Gegenschikane zu Adelaide. Könnte tatsächlich auch reifend sein. Man sieht es auch. Smoke rutscht hier ein bisschen mehr über die Strecke. Ente hinten dran hat eben viel, viel später seinen Boxenstopp gezogen. Das könnte ihm jetzt zugutekommen. Und Smoke mit Problem. Schauen wir mal. Ente auf 3. Ja, der hat aber auf der Geraden eben dann leider den Nachteil, dass er da nicht die komplette Endgeschwindigkeit mitgehen kann von Smoke. Aber im Infield kann er eventuell dann wieder angreifen. 20 Sekunden Vorsprung für Olli. Also der muss sein Rennen jetzt einfach nur zu Ende fahren. Darf keinen Fehler mehr machen. Das weiß er selbst. Und da wird auch im Kopf einiges bei ihm vorgehen. Und wird er auch sagen, mal schauen, irgendwie müssen wir es hinkriegen. Aber bin ich selbst gespannt, ob das klappt oder nicht. Und Smoke jetzt oder bedrängt. Das Ente ist dran. Der möchte hier jetzt vorbei. Der möchte hier nochmal Smoke eins auswischen. Wäre für Smoke natürlich fatal, weil er dann viele Punkte wieder verlieren würde, die dann Olli auf ihn aufholt, auch wenn es da im Moment noch 31 Punkte Vorsprung sind, aber bis zum Re Saisonende kann das heißen, dass Olli doch noch mal rankommt, weil wir haben noch einige Rennen vor uns. Wir sind jetzt im 11. Rennen, 17 gibt es, also 6 Rennen danach noch zu fahren. Und 6 Rennen können dann auch mal schnell heißen, Olli könnte noch Meister werden. Vor allem, wenn Ente heute jetzt noch vorbeiziehen sollte. Ja, ich gehe davon aus, dass Smoke am Anfang sehr leicht unterwegs war. Dann sehr früh in die Box musste. Wollte halt eben dadurch Olli erstmal hinter sich lassen. Aber Olli hat eben viel mehr getankt durch das leichtere Auto. Später dann viel Zeit gut gemacht und konnte sich damit dann absetzen von Smoke zu 10 Sekunden nach dem Boxenstopp. Und hat auch die frischeren Reifen, genauso Ente, der noch später reinkam wie Olli. Er hat noch ein bisschen frischere Reifen drauf. Also, es könnte jetzt eine entscheidende Rolle sein. Rolle spielen an der Stelle. Ja, Murph auf 5, der kämpft sich halt hier irgendwie durch. Der SM Racing, wie gesagt, die Saison läuft nicht. Das Duell zwischen Ente und Smoke ist immer noch im vollen Gange. Wir schauen ganz kurz mal in die Timings rein. Noch 7 Runden zu fahren. Smoke muss irgendwie diese 7 Runden überleben. Ja, Ente ist dran, aber er schafft es halt auch nicht, an Smoke vorbeizuziehen. Das Duell haben wir vor 2 Jahren auch so
gefeiert, weil es einfach eins der spannendsten Duelle war, die wir in der BK-Liga auch hatten, Ente gegen Smoke. Da war ja einiges geboten und Ente hat da auch alles probiert, um dann am Ende den Titel mitzunehmen. Hat dann ein Jahr Pause eingelegt, kam jetzt diese Saison wieder zurück. Gab es ein bisschen Unstimmigkeiten auch mit den Stewards und mit der Rennliga, aber die haben sich dann geklärt und nach einem Jahr dann für Ente, jo. BK-Liga wartet auf dich. Da ist er wieder mit am Start. Wir sehen Olli, der auf Platz 1 liegende, hier eigentlich gar keine Probleme hat. Dafür Smoke auf Platz 2. Der muss hier irgendwie gegen Ente bestehen. Hat die schlechteren Reifen, meiner Meinung nach. War viel zu früh drin. Hat hier vielleicht unterschätzt, dass man, wie man die Kur funktioniert. Sehr früh sein Boxenstopp hingelegt. Es kommt ihm jetzt im Nachgang vielleicht nicht entgegen, sondern eher Ente, der hier dann jetzt angreifen kann. Muss natürlich aufpassen, dass er seine Reifen in dem Zweikampf nicht zu arg runterfährt, sondern im richtigen Moment zusticht. Smoke vielleicht auch dann in den Fehler drängt. Ja, und Ente ist dran. Also man sieht es im Infield in den Kurven, da ist er besser unterwegs. Kann aber eben auch gegen die Kampflinie von Smoke nicht wirklich was tun. Und man sieht es auf der Geraden, da beschleunigt Smoke immer extrem früh raus. Ja, da ist kaum ein Unterschied in den Zeiten zu sehen. Wir sehen es, 23 Sekunden Vorsprung für Olli, das ist kaum einzuholen, wenn Olli keinen Fehler macht. Danach haben wir Mi, Murph, Vampy, Schummel und Slowcoach. Ja, Schummel ist es halt schade, der wäre heute mehr drin gewesen, aber er ist eben der Rookie. Schauen wir mal, Ente nimmt den größeren Bogen, kann eventuell mehr Geschwindigkeit mitnehmen. Smoke mit der Innenbahn versucht hier natürlich Kampflinie zu fahren. Aber Smoke ist halt eben auch ein Fahrer, da muss man mit allen Mitteln gewaschen sein, um da irgendwie vorbeizuziehen. Ente ist das, der kann das, der weiß auch, wie das funktioniert. Aber im Moment schafft das noch nicht, Smoke sich richtig hinzulegen. Und wenn Smoke so weiterfährt, wird es am Ende noch lang für Platz 2. Aber Ente ist natürlich auch kein unbeschriebenes Blatt, der weiß, wie man hier Smoke angehen kann. Er hat ihn auch schon ein paar Mal geschlagen, auch in Duellen. Oh, da ist wieder einer außen unterwegs, Vampy, der mal kurz im Grün unterwegs ist. Vielleicht auch Platz gemacht für die zwei Kampfhähne da. Lässt sich gar nicht einmischen. Ja, und jetzt geht's raus. Diesmal ist Ente viel näher dran, hat jetzt den Windschatten. Kann hier eventuell ranziehen. Jetzt muss er hier bloß noch sich positionieren, aber da hat Smoke eben... Das ist auf der Geraden das Krasse bei Smoke. Also er ist Motorsport heute zu ihrem Setup eher auf die Geraden ausgelegt. Im Infield, da kann er sich irgendwie verteidigen. Das merkt man jetzt. Also Setup da eher abgestimmt für die Gerade. Ja, Mia auf 4. Das wird sie natürlich ein bisschen ärgern, dass sie dann nicht aufs Podest kommt, wenn es dabei bleibt. Aber am Ende sind es eben wichtige Punkte. Auch wenn Murph da nicht viel zulässt ansonsten und Pupli ausgefallen ist. Aber man kann eben wieder den Vorsprung ein bisschen ausbauen. 2 Punkte und hat man eben... 2 mehr Punkte, 6 Punkte insgesamt Vorsprung. Also es ist schon wichtig, dass sie hier heute vor Murph bleibt. Und Ende versucht, er bremst sich ran an Smoke. Kann aber die Außenbahn nicht nutzen, den Geschwindigkeitsvorteil auch nicht. Bleibt damit jetzt hinter Smoke. Da versucht er eben jetzt mit allen Mitteln vorbeizukommen. Möchte Smoke hier hinter sich lassen. Er weiß, er hat hier eigentlich die besseren Reifen. Er weiß, er hat später gestoppt und dadurch den kleinen Vorteil. Aber er merkt auch, dass Smoke eben auch weiß, was er tut, dass der hier seine Kampflinie fährt und Ente natürlich auch nicht seinen dritten Platz aufgeben möchte. Das wäre noch fataler, als hier dann nicht den zweiten Platz zu kriegen. Jetzt ist er dran, jetzt kann er hier eventuell in den nächsten paar Runden sich Smoke zurechtlegen. Wieder im Windschatten kann sich dann Smoke eventuell ranziehen, aber man merkt es halt auch, auf der Geraden ist Smoke einfach stärker. Startziel ist Smoke einfach nicht zu schlagen für Ente im Moment, er muss es im Infield probieren. Leicht vor der Adelaide nochmal schauen, dass er sich ein bisschen rankämpft. Leicht dann in der Nürburgring-Schikane vielleicht durchzieht. Oder in der 180 Grad, wo er es vorhin schon mal gesehen hat, wo er extrem gut rankam. Schauen wir mal, was er jetzt probieren wird. Er versucht immer wieder Smoke rüberzuziehen. Wird auch ein bisschen andere Linie. Smoke immer sehr weit innen hier. Durch die Schikane jetzt durch und rein in die nächste. 180 Grad Kurve, da versucht es Ente immer wieder. Versucht hier mehr Geschwindigkeit mitzunehmen, aber am Ende ist Smoke dann eben auch mit einer guten Linie unterwegs und schafft es hier dann vorne zu bleiben. Adelaide gegen Schikane, da wird nicht viel passieren, da ist Smoke immer gut platziert, macht hier die gute Tür zu. Ja, und hier, da kommt Ente immer ein bisschen ran.
Aber Smoke hat eben hier sein Setup eher auf die Beschleunigung und die Geraden ausgelegt. Weniger auf die Kurven, das merkt man auch. Also in den, nach den Kurven ist immer gut. Oh, Smoke jetzt mit dem Fehler. Da berührt er ganz kurz Ente und Smoke wurde hier jetzt zum Fehler gedrängt. Ente damit auf Platz 2. Das wird ihn tierisch freuen und Smoke wird sich ärgern. Hat hier den Fehler produziert und damit Ente jetzt auf Platz 2, Olli auf 1. Und damit wird Olli einige Punkte gut machen. Wir gucken ganz kurz in die Timings nochmal rein. Wir haben noch 3 Runden zu fahren mit der hier. Ist in der 45. Runde. Und Olli wird sich natürlich freuen. Ente noch mehr, weil er hier Smoke in den Fehler gedrängt hat. Er hat sich ganz schön unter Druck setzen lassen. Die Reifen waren dann nicht mehr so gut, dass er hier den Fehler verhindern konnte. Damit Smoke jetzt auf 3, immer noch auf dem Podest, aber wird viele wichtige Punkte auf Olli wegschmelzen sehen, der dann hier sich ranpumpen kann an Smoke. 4 Punkte plus macht. Und damit dann natürlich in der Meisterschaft wieder eine Rolle spielt. Schön von Ente, er hat lange gewartet, hat Smoke immer wieder bedrängt und jetzt kurz vor Startziel hat er es geschafft, ihn in den Fehler zu zwingen. Ja, und Mie, die fährt hier hinten dran, die hat aber zu viel Abstand, da sind fast 50 Sekunden oder 46 Sekunden Rückstand für sie auf den Smoke. Und der Smoke, der hat halt eben den Fehler gemacht, weiß genau, ja, war mein Ding, da hat keiner Schuld dran. Musste sogar aufpassen, dass er die Ente nicht noch abschießt, jetzt... Ist hier Schummel unterwegs, der schön Ente vorbeilässt. Startziel, jetzt schauen wir mal. Smoke kann sich da ein bisschen in den Windschatten von Schummel klemmen. Der hier jetzt zwischen Ente und Smoke steht. Ja, Smoke wird da weit rausgetragen. Also da muss er aufpassen, dass seine Reifen nicht zu dreckig werden. Das wäre noch fataler, noch mehr Grip zu verlieren. Ja, und Schummel haben sie jetzt hinter sich gelassen. Ente auf 2, also das ist unglaublich. Der hat so lange gewartet und er hat da noch eine Runde vor sich. Und Olli auf Platz 1. Wir gucken ganz kurz nochmal die Timings rein. Ja, ist letzte Runde. 45 sind gefahren. So, und Ente wird wahrscheinlich den zweiten Platz holen, wenn er keinen Fehler mehr macht. Da ist zu viel Abstand zwischen ihm und Smoke. Aber die halbe Sekunde muss er eben ins Ziel retten. Ja, fast eine Sekunde sogar. Und Olli jetzt auf Startziel. Der wird sich jetzt hier feiern. 46 Runden absolviert, 46 Runden. Olli mit dem Sieg, Platz 1 für ihn. Qualifying gewonnen, Rennen gewonnen, kurzzeitig mal auf Platz 2 gewesen, aber dann die bessere Strategie gewählt. Damit Platz 1 für ihn. Ente muss sich jetzt noch irgendwie durchsetzen. Muss hier jetzt kurz vor Startziel in Complexe du Lycée nochmal schauen, dass er vorne bleibt. Wir sehen ihn auf Platz 2 und Smoke versucht alles nochmal ranzukommen. Versucht hier nochmal drüber zu jumpen, aber Ente bleibt vorne. Platz 2 für ihn. Smoke auf 3. Damit das Podium voll. Mie wird auf dem 4. Platz kommen. Murph auf dem 5. Schummel auf Platz 6. Vampy auf 7 und Slowcoach auf Platz 8. Ach, das wird ihn tierisch ärgern. Er war schon so lange nicht mehr dabei und dann macht er hier nicht mehr. Draußen hat 2 Stop-and-Go-Strafen bekommen. Hat wohl hier und da abgekürzt. Muss man im Nachgang dann nochmal fragen. Aber Mie jetzt auf dem Weg, ihren 4. Platz zu holen. Damit wichtige Punkte auch für Motorpower, die hier sich nochmal ein bisschen absetzen können vor SM Racing in der Teamwertung. Und Mie damit dann auch an Slowcoach vorbei. Ente wird es nicht packen. Murph eventuell, aber nee, das wird nicht lang. Da hat sie zu wenig Punkte gemacht, zu wenig Abstand. Zwischen sich und Murph gebracht und sie muss jetzt die Runde eben noch zu Ende fahren. Die letzte auf der Strecke, Slowcoach, hat jetzt auch eben mit dem Rückstand dann hier seinen 8. Platz festgemacht. Und Mie jetzt auf dem Weg, Platz 4 zu holen. Und damit Olli vor Ente, vor Smoke, vor Mie, vor Murph, vor Schummel, Vampy und Slowcoach. Dennis, Pupti und auch Striker ausgefallen heute. Leider ist es eben so, aber Olli wird sich feiern, sein erster Sieg dieses Jahr in dieser Saison für ihn in der BK-Liga 2018-2019. Ja, und Smoke wird sich ärgern, nochmal den 2. Platz verspielt, viel zu früh an der Box gewesen, wahrscheinlich falsche Strategie gewählt, zu leicht am Anfang gewesen, hat zu viel Kraft gekostet und dann zum Ende hin waren die Reifen wahrscheinlich nicht mehr da, da werden wir ihn nochmal fragen dann nach dem Rennen. Wir werden ganz kurz in eine Pause gehen und sehen uns dann gleich wieder für das Interview nach dem Rennen. Euer Taiga für BK Liga, bis gleich. Ja, recht herzlich willkommen zurück zu BK Gaming Rennliga Saison 2018-2019. Taiga für euch am Start. Und ja, das Rennen hatte einige Überraschungen zu bieten. Es gab einen Start-Zielsieg zu feiern und es gab auch am Ende nochmal richtig viel Spannung. Aber fangen wir erstmal mit den Ausfällen an. Striker, bei dir gab es sehr früh den Ausfall. Ja, wir haben es leider nicht auf der Kamera gesehen. Was ist denn bei dir passiert? Ja, erstmal muss ich sagen, das lief in den Trainings schon mal gar nicht so gut bei mir. Und jetzt im Rennen.
Qualifying so la la la. Warm-up war ich leider verhindert, konnte ich nicht. Und dann im Rennen die erste Runde noch gefahren. Und zweite Runde dann die lange Gerade runter bis zur Spitzkehre unten. Und dann hat plötzlich die komplette Elektronik am Lenkrad versagt. Ah, Also verdammt. kein Force Feedback mehr, kein elektronisches Gas, kein Bremsen mehr möglich. Und dann ging es halt geradeaus in die Wand und somit war das Rennen gelaufen. Ja, schade, das ist halt natürlich dann ärgerlich, wenn es an der Technik liegt. Ja. Aber kann man nichts daran ändern. Schade für SM Racing auch an der Stelle, wichtige Punkte da liegen lassen. Ist ja Ja, im leider. Moment auch ein bisschen hinten dran. Ja, kommen wir gleich mal zum Murph, auch wenn er heute den fünften Platz geholt hat. Ja, bei dir heute auch eigentlich das Qualifying nicht so optimal gelaufen. Wie siehst du im Moment die Situation bei SM Racing? Ihr seid ja im Moment noch Dritter. Es könnte tatsächlich auch noch weiter hintergehen in der Teamwertung. Ja, wie siehst du es gerade? Im Moment ist es gerade angespannt, natürlich. Wir fahren in der letzten Zeit sehr wenig Punkte ein. Da müssen wir demnächst mal daran wieder zu arbeiten, dass wir wenigstens weit ins Ziel kommen und dann eben halt mehr Punkte dadurch wieder einfahren. Und ich hoffe, dass wir dann noch in der Teamwertung nachher am Wörtchen dann noch mitzusprechen haben. Da sind wir auf jeden Fall gespannt drauf. Da muss nicht von den Fans natürlich auch einiges noch passieren. Aber wir freuen uns drauf, dass ihr auch wieder stark zurückkommt. Sind wir auf jeden Fall gespannt. Ja, bei Pupti ist leider heute leider der Sprachmuskel nicht ganz so in der Lage, heute zu antworten. Deshalb werden wir es heute auslassen. Also bloß auch für die Zuschauer, dass ihr wisst, dass wir von Pupti leider keine Informationen da an der Stelle kriegen. Sie ist leider ausgefallen. Vielleicht hat Mi Informationen, aber ja, da werden wir später vielleicht nochmal Mi dann kurz fragen, wenn wir zu ihr kommen. Ja, bei Dennis heute auch schade für MS Racing, weil man da eigentlich Punkte hätte holen können. Bei dir auch leider der Ausfall, dort ist auch dein Flügel zwischendrin weggefahren. Was war heute das Ausschlaggebende auf Magny-Cours, dass du heute das Rennen nicht beendet hast? Ja, das Problem war, in der einen Kurve, wo Slow mir hinten reingefahren ist, habe ich einen Aufhängungsschaden gekriegt. Und dann habe ich einmal die Grasnarbe berührt, wollte es nicht zulassen, mich zu drehen. Hätte ich tun sollen. Hätte dann wahrscheinlich meine Räder nicht verloren. Nur durch den Aufprall gegen die Wand. Aber ja, nun, passiert ist passiert. Muss ich mit leben. Ja, schade drum, aber mein Gott, man merkt, du baust langsam auf, es wird immer besser von Rennen zu Rennen. Von daher, ja, du holst auch wichtige Punkte auch für MS Racing, die auch an SM Racing dran sind. Also da muss man natürlich schauen, dass es dann beim nächsten Mal wieder funktioniert, ein paar Pünktchen holt, weil die dann am Ende der Saison natürlich auch für die Teamwertung extrem wichtig werden. Ich Jak, hoffe. hoffen wir es drauf. Ja, Slow Coach bei dir heute, Durchfahrtsstrafen, Stop and Go, soweit ich das mitbekommen habe. Woran lag es bei dir heute, dass es eben diese Strafen auch gab? Ja gut, das ist offensichtlich ein sehr starkes Fahrerfeld und wir haben extrem viel trainiert, also vor allem konditionell und das Auto. Es hakt immer noch an den Bremsen und Getrieben und wir wollten einfach nicht klein beigeben und da hat die Kiste ganz einfach nicht mehr mithalten können. Die Tankanlage war auch nicht gerade in Bestform heute. Aber das soll keine Ausrede sein. Wir werden in Hockenheim ganz sicher vorne mitmischen. Die Zeiten hier haben nicht unser Potenzial aufgedeckt, das ist mal sicher klar. Ja, da sind wir auf jeden Fall auch gespannt auf Hockenheim, wie es dann da aussieht. Das war ja immer, wenn du wieder am Start warst und dabei sein konntest, eigentlich immer ein sehr gutes Rennen. Jetzt heute leider nicht so. Hat trotzdem ein paar Punkte gebracht. Von daher für RS Motorsport natürlich auch wichtig, dass man da den Vorsprung weiter ausbauen kann in der Teamwertung an der Stelle. Ja, kommen wir dann auch direkt zu Schummel. Bei dir heute eigentlich ein guter Start gewesen. Man konnte da auch mit Slow Coach und Mi mithalten. Irgendwann kam aber der Knackpunkt und hat da die Konzentration nachgelassen. Oder wie erklärst du dir, dass es heute nicht für mehr gereicht hat? Eigentlich die Geschwindigkeit hat gestimmt heute, aber nach dem Überschlag bin ich nur auf den Kürbs raufgekommen, hat das Auto immer noch rechts gezogen, war auch nach. Ah, okay, da gab es also dann Problemchen mit, ja, es gab Überschläge, haben wir leider nicht gesehen gehabt in den TV-Bildern. Natürlich erklärt das dann einiges. Scheint das Mikro gerade auch ausgefallen zu sein. Wie gesagt, da müssen wir halt schauen. Trotzdem danke an Schummel für die
Einsicht an der Stelle in das, was passiert ist. Natürlich, wenn das Auto dann Schaden davon getragen hat, dann wird es schwierig, da dann weiter nach vorne zu fahren. Ja, kommen wir dann auch schon zu Mi, die heute einen guten vierten Platz rausgefahren hat. Man konnte auch mit Slow Coach mithalten. Für ganz vorne hat es heute nicht gelangt. Was hätte man heute anders tun müssen, damit man heute auf dem Podium landet? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was man da hätte groß anders machen können. Ich muss mir mal selber auf die Schulter klopfen. Ich bin gut gefahren. Ich hatte keine Fehler, bis auf den Start. Gut, der war jetzt nicht so mein bester. Aber sonst hatte ich eigentlich keine Fehler. Ich bin konstante Zeiten gefahren. Ich glaube einfach, die anderen waren wirklich bombenschnell. Also den Rückstand hätte ich, glaube ich, mit noch so viel Training nicht aufholen können. Die waren wirklich richtig gut unterwegs. Ja, ich glaube, viel anders machen hätte ich da nicht können. Ja, haben wir ähnlich gesehen. Wie gesagt, starker vierter Platz. Das Podium hat es nicht ganz gelangt, aber da hat man ja diese Saison ja auch schon einiges rausgefahren. Für Motorpower natürlich extrem wichtig, dass man vor Murph geblieben ist, den wir jetzt dann auch kurz, den haben wir ja schon gehabt, Entschuldigung dafür. Ja, wo man einfach dann sieht, dass Motorpower diese Saison eventuell auch noch ganz nach vorne fahren könnte, wenn man noch ein paar mehr Punkte holt. Aber ein zweiter Platz in der Teamwertung schaut schon sehr, sehr gut aus. Man muss natürlich jetzt dann dranbleiben und auch schauen, es gibt immer mal wieder Ausfälle, aber die Leistung passt dieses Jahr. Da meldet man sich als zweite Kraft gerade so ein bisschen an. Ja, dann kommen wir zu Smoke, der Leidtragende von den Reifen wahrscheinlich. Oder was war bei dir am Ende des Rennens los, dass es dann gegen Ente nicht mehr gelangt hat? Ja, wir wussten, dass wir heute nicht schnell genug sein werden. Ich meine, Olli hat heute eine Wahnsinns-Pace gehabt. Da hat man es wirklich schwierig gehabt, ranzukommen. Ich habe in der ersten Hälfte des Rennens habe ich echt alles gegeben, habe die Reifen komplett überfahren und da rächt sich am Ende des Rennens. Und ja gut, ich habe es versucht, wir konnten nur pushen und wir haben gehofft, dass wir aufs Podium kommen. Es hat jetzt für Slow dann leider nicht gereicht und ja, war super schwierig. Und zum Schluss habe ich dann echt Kampflinie gefahren und aber die Reifen, die waren so am Ende, dass ich gar keine Chance hatte. Und dann war Ente natürlich dann genau an der richtigen Stelle da. Und hat es dann ausgenutzt. Kompliment an Olli. War echt gut. Ich bin beeindruckt. Und ich glaube, wer heute war einfach nicht mehr drin. Und ich wäre heute auch, glaube ich, nicht vorbeigekommen. Ja, am Ende dann Ente vorbeigezogen. Olli hat sehr viel Vorsprung dann gehabt. Er hat es natürlich auch gut schlau gemacht mit seinem Boxenstopp, den er ein bisschen später angesetzt hat. Sein leichtes Auto genutzt, hat dann 10 Sekunden Vorsprung gehabt. Da kommen wir aber dann gleich dazu. Kommen wir erstmal zu Ente, der ja ganze Zeit lang sehr weit weg war von der Spitze und zum Schluss dann trotzdem durch einen kleinen Fahrfehler von Smoke dann sich nach vorne schieben konnte. So war es, glaube ich, auch der Letzte, der in der Box war. War das einfach der ausschlaggebende Punkt, dass du zum Schluss einfach mehr Reifen hattest, bessere Reifen hattest und dadurch dann den zweiten Platz dir sichern konntest? Das habe ich gehofft, weil ich gesehen habe, dass Smoke ziemlich früh in der Box war und ich habe mir schon gedacht, am Ende des Rennens muss seine Reifen kaputt sein. Ich habe dann weiter Druck gemacht, dass er irgendwann mal einen Fehler macht. Hat leider, was heißt leider, zum Glück gepasst und ich bin sehr froh über den zweiten Platz. Ja, super Leistung. Jetzt, man hat es auch gemerkt, du bist extra ein bisschen länger draußen geblieben und um dann später noch gute Reifen zu haben. Das war auf jeden Fall eine taktische Meisterleistung heute von euch und Gratulation zum zweiten Platz an der Stelle. Danke. Ja, kommen wir zu Olli. Qualifying überzeugt ohne Ente. Der Einzige, der halbwegs mithalten konnte, war dann noch Ente tatsächlich, der ganz knapp auf Platz 2 dann hinter dir reinkam. Qualifying optimal eigentlich verlaufen. Man hat den ersten Platz sich geholt. Da gab es zwischendrin natürlich im Rennen durch Smoke, der viel Druck aufgebaut hatte, kurz mal eine kleine Niederlage, wo man auf den zweiten Platz zurückgekommen ist. Aber man ist dann auch sehr lange draußen geblieben, fast ähnlich wie Ente. Warst du am Anfang sehr schwer unterwegs und wie fühlt es sich an, endlich wieder ganz, ganz oben auf dem Podium zu stehen? Ja, ich war natürlich bestens vorbereitet. Setup hat gepasst und mir war das Problem mit den Reifen auch wohl bekannt. Ich habe mir schon gedacht, wenn Smoke weiter so Druck macht, dann muss ich den irgendwann vorbeilassen, sonst geht meine Strategie nicht auf. Und weil ich mein Auto nicht so am Limit bewegen wollte und deswegen konnte ich erstmal lange draußen bleiben und den Tank so weit runterfahren, dass ich dann einmal in die Box muss, auftanken, Reifen drauf und dann wieder Vollgas weiter. Und das ist einfach voll aufgegangen. Fühlt sich echt gut an, heute mal mit Abstand den ersten Platz geholt zu haben. Ja, am Ende war es tatsächlich über 30 Sekunden Vorsprung. Da hat man schon vor dem Boxen-Stop natürlich viel rausgeholt. Also heute taktisch und fahrerisch eine Glanzleistung.
Und ja, eine kleine letzte Frage noch an dich. Hat man die Hoffnung, in der Meisterschaft vielleicht doch nochmal AS Motorsport und Smoke da ein kleines Schnittchen zu schlagen? Naja, schauen wir mal. Smoke hat ja trotzdem noch ganz schön Vorsprung und ich versuche nochmal alles rauszuholen. Hätte ich am Anfang ein paar Rennen mehr mitnehmen können, sähe das ganz natürlich anders aus, aber ist so, wie es ist. Und ja, ich muss in Hockenheim jetzt noch Gas geben. Ich war noch nicht da auf der Strecke und habe trainiert, deswegen habe ich noch was nachzuholen. Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt. Die Saison bleibt spannend, auch wenn Smoke jetzt vor dem Rennen noch 31 Punkte Vorsprung hatte. Das wird sich jetzt ändern. Da werden dann noch 29 Punkte, glaube ich, stehen. Oder so. Nee, 27 Punkte, sowas um den Dreh, werden dann noch dann dastehen. Die kann man noch aufholen, wenn man dann ja, ein paar Rennen, die nächsten 6 Rennen gewinnt. Zumindest für Smoke landet und ein paar Punkte mehr macht als nur 2 oder 3. Von daher bin ich gespannt auch, wie es weitergeht da in der Einzelwertung. Smoke im Moment vorne vor Olli, dann jetzt auch Ente vor Murph dann haben, weil Murph eben heute leider hinter Ente dann gelandet ist. Low Coach wird wahrscheinlich dann Mii vorbeiziehen lassen müssen, vielleicht auch sogar für Murph jetzt nicht lang. Also da wird es nochmal spannend werden, auch was die zweiten, dritten Plätze angeht in der Meisterschaft. Auch in der Teamwertung hat Motorpower jetzt wieder seinen Vorsprung ein bisschen ausbauen können. Da ist auch erst Motorsport immer vorne mit 108, Motorpower mit 64 vor dem Rennen. Wie gesagt, nach dem Rennen könnt ihr dann alle Informationen auf www.bk-gaming.de anschauen. Und da wird auch SM Racing natürlich gefordert sein und wieder Punkte machen, zu machen, weil im Moment sieht es so aus, dass man von dem dritten Platz sich langsam aber sicher verabschieden muss, wenn es so weitergeht. Deshalb wird SM Racing natürlich auch schauen, dass sie Punkte holen werden und sich da auch verbessern können. Es ist also sehr, sehr spannend, auch wenn die ersten Plätze im Moment mit einem Puffer unterwegs sind. Aber man merkt auch, es sind noch 6 Rennen, es ist alles noch drin. Je nachdem, wie es bei RS Motorsport auch läuft und bei den restlichen Stellen, wird sich da noch einiges tun. Es bleibt spannend. Eure BK Gaming Liga 2018, 2019 mit Taika. Wir wünschen euch viel Spaß. Wir sehen uns nächste Woche direkt wieder. Dann in Hockenheim. Freut euch drauf. Wir freuen uns drauf. Bis dann, euer Tai.